So, herzlich willkommen zur Vorlesung Interaktive Systeme an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Auch in dem Semester wieder als Online-Vorlesung live gestreamt in Ihr Wohnzimmer oder Klassenzimmer über Twitch. Mein Name ist Andreas Heil und ich bin seit einigen Semestern schon Dozent an der Dualen Hochschule, genau für dieses Fach Interaktive Systeme. Da die meisten inzwischen da sein sollten, habe ich mir gedacht, ich stelle mich mal ganz kurz vor, damit sie eben nicht nur mein Twitch-Profil kennen, sondern auch wissen, warum und wieso ich das hier mache. Ich habe Anfang der 2000er habe ich Informatik studiert an der Universität in Karlsruhe, damals noch Universität Karlsruhe TH, inzwischen nennt sich das KIT, Karlsruhe Institute of Technology, angelehnt an, ne, Sie wissen schon, damals mit dem Schwerpunkt Software Engineering und Telematik. Telematik, also sehr viel mit Netzwerktechnologie. Ich habe da quasi das Software Engineering studiert und das Internet studiert. Dann habe ich danach promoviert an der Technischen Universität in Chemnitz mit dem Schwerpunkt Web Engineering und intelligente Umgebungen, was inzwischen Neudeutsch IoT heißt. Ich bin damals schon zu Microsoft Research gewechselt und war dann mehrere Jahre in England, in Cambridge, mit dem Schwerpunkt Anwendungsentwicklung in den Gebieten intelligente Umgebung, also Intelligent Environments und Environmental Science. Das waren zwei Gruppen, in denen ich war. Einmal ging es hauptsächlich um Sensorik und Robotik und solche Themen. Und später haben wir mit Naturwissenschaftlern zusammengearbeitet. Ich habe da später auch noch ein kleines Video von der Software, die wir damals gebaut haben, was ich Ihnen zeigen werde. Ich bin danach, das war so um die 2010er, bin ich zurückgekommen nach Deutschland und war dann mit dem Schwerpunkt Anwendungsentwicklung nochmal in verschiedenen Unternehmen tätig. In der Softwareentwicklung, also wirklich als Teammitglied, als Softwarearchitekt, als Scrum Master, als Entwicklungsleiter, also wirklich so alle Stufen, die sie haben, in verschiedenen K&Ms. Und war dann die letzten sechs Jahre im, sag ich mal, beruflichen, ja, oder kommerziellen Leben, war ich IT-Produktverantwortlicher bei DM Drogeriemarkt, beziehungsweise der Tochter DM Tech in Karlsruhe in der Zentrale und habe mich da um die gesamte Unternehmensintegration, auch wieder auf Neudeutsch Enterprise Application Integration gekümmert. Das heißt, wir haben damals die ganzen Systeme miteinander verbunden und externe Systeme eingebunden. Seit 2018 bin ich dann Dozent an der DHBW, speziell für interaktive Systeme, hatte zwischendurch mal auch noch die theoretische Informatik. Allerdings hat mir da die Zeit nicht mehr gereicht, sonst hätte ich das gerne weitergemacht. Und weil mir das Lehren so viel Spaß gemacht hat, bin ich 2019 an die Hochschule Heilbronn gewechselt und habe da seitdem die Professur für Methoden des Software Engineerings. So, wenn Sie noch irgendwas wissen wollen, bekommen Sie hier noch die Links im Chat. Und dann genau, können Sie da auch gerne sich nochmal über mich erkundigen. Also das bin ich, damit Sie ein bisschen wissen, wo meine Hintergründe sind. Ich habe mich hauptsächlich in den ersten zwei Dritteln meiner Entwicklungslaufbahn oder Softwareentwicklerlaufbahn sehr, sehr viel mit UI und Anwendungsentwicklung beschäftigt. Das heißt tatsächlich, UI ist auch für Anwender entwickelt und mitentworfen. Sehr viel mit Designern zusammengearbeitet und auch versucht, neue Wege zu gehen an der Ecke. Deswegen glaube ich, bin ich nicht ganz ungeeignet für die Vorlesung und daher macht mir das auch ein bisschen Spaß. So. Heutiger Inhalt. Heute haben wir die erste Einheit von insgesamt 8 Stück. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir das in 8 Vorlesungsblöcken schaffen, aber heute mal offiziell die erste Einheit, wie gesagt, bis 14.30 Uhr. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Wir werden ja vermutlich weniger Live-Fragen haben oder Diskussionen. Das heißt, wir sind da meistens mit den Online-Vorlesungen ein bisschen schneller durch. Also wir klären ein bisschen was Organisatorisches und dann nochmal die Einführung in das Thema. Vorweg nochmal für die Studierenden, die mir zuhören. Also als Student in der Vorlesung sollten Sie oder dürfen Sie keine Subs, keine Bits einsetzen. Alle anderen dürfen das natürlich, die Studenten nicht. Wie heißt es so schön auf Englisch? Otherwise I have to track you down and give you the money back, quasi, ne? Das ist diese eine Geschichte.
Genau, das ist nur ganz wichtig, weil wir das eben hier über Twitch streamen. Dann, was haben wir denn noch? Organisatorisches. Es gibt den Moodle-Raum, den haben sie, glaube ich, inzwischen alle gefunden, weil die meisten von ihnen sind da. Also ich habe jetzt 67 Zuschauer, das heißt, wir haben auf jeden Fall die 39, glaube ich, oder 37 aus dem Kursen auf jeden Fall da. Die Folientests und Ergänzungsmaterial werde ich auch in dem Semester wieder im Moodle-Raum bereitstellen. Ich habe leider für die interaktiven Systeme noch keine Webseite, wo ich das öffentlich bereitstellen kann. Das heißt, ich packe das erstmal da rein. Wenn Sie irgendwie Fragen zur Vorlesung haben, ich bin erreichbar über Twitter. Da geht das immer recht schnell und da haben wir einen kleinen Fehler, der sich da eingeschlichen hatte. Es ist nicht Heil Andreas, es ist andreas.heil@hsheilbronn.de. Wenn Sie Fragen zur Vorlesung haben, können Sie mich an meine Hochschuladresse schreiben. Oder wir haben auch einen Discord. Das ist jetzt kein DHBW-offizieller Discord. Das ist quasi ein Community-Server. Kommen Sie über prof.heil.de Discord drauf. Und da gibt es auch einen eigenen Channel für interaktive Systeme, DHBW. Da können Sie auch diskutieren oder Fragen stellen zur Vorlesung. Da gucke ich auch manchmal rein. Genau, ansonsten haben wir eine Regelung für die Vorlesungen in der interaktiven Systemevorlesung, wenn Sie Rechtschreibfehler in den Folien finden. Inzwischen gibt es nicht mehr viele. Wir hatten ursprünglich mal sehr, sehr viele drin. Die waren natürlich extra für Sie. Ich mache aber jedes Jahr wieder ein paar neue rein, damit es nicht langweilig wird für Sie. Wenn Sie Rechtschreibfehler finden, und ganz wichtig, das gilt nur für meine Studenten, dann dürfen Sie mir eine E-Mail schreiben unter Angabe der Vorlesungseinheit und der Foliennummer und welcher Fehler das ist. Und dann bekommen sie eine kleine, habe ich eine kleine Strichliste, dann notiere ich das. Und am Ende vom Semester, wir haben ja in interaktive Systeme eine Klausur. Am Ende vom Semester kriegen sie dann zur Klausur die Gummibärchen als Dankeschön für ihre Qualitätssicherung. Die schlechte Nachricht, genau, sprechen wir mal über den Leistungsnachweis. Die schlechte Nachricht ist, es gibt eine Klausur, die ist 60 Minuten in der Bearbeitungszeit, behandelt aber nur Fragen zum Stoff aus der Vorlesung. Das heißt, wir basieren auf einem Buch in der Vorlesung, aber alles, was wir behandeln, oder andersrum, alles, was in der Klausur drankommt, haben wir auch in der Vorlesung behandelt. Es kommt nichts dran, was wir nicht durchgesprochen hatten. Die Klausur dauert in der Regel 60 Minuten. Normalerweise machen der Herr München und ich das so, dass wir die an zwei verschiedenen Tagen schreiben. Aufgrund von dieser ganzen Corona-Campus-Geschichte ist es allerdings aber so, es gibt eine 120-Minuten-Klausur, wo wir beide Aufsicht machen. Wir rotieren dann nach 60 Minuten durch. Das heißt, jeder Kurs hat einmal den Dozenten 60 Minuten für Fragen da. Das heißt, wenn Sie jetzt Fragen für den anderen Dozenten haben, dann müssen Sie sich die halt merken. Sie können sich daher bei dieser 120-Minuten-Klausur die Zeit selbst einteilen. Also können Sie 80 Minuten KI und, weiß nicht, 40 Minuten dann interaktive Systeme machen, wie das bei Ihnen im Prinzip passt. Genau. Die gute Nachricht ist, es wird bei mir Tests in Moodle geben mit Fragen zum Vorlesungsinhalt. Die werde ich einmal geballt online schalten. Da bekommen Sie Bonuspunkte bei mir. Das heißt, es wird eine Zusatzaufgabe sein mit, im Prinzip, wir haben in der Regel so 60 Punkte in der Klausur. Also pro Minute können Sie da einen Punkt machen. Und Sie können dann nochmal als Bonus 6 Punkte durch die Aufgaben verdienen in Moodle. Ich mache das als sogenannten Open Book Test. Das heißt, Sie können den starten, so oft wiederholen, wie Sie möchten und können quasi auch immer weiterarbeiten, wenn Sie die Fragen beantworten können. Genau, in der Regel haben wir so 80-100% eine Bearbeitungsquote in dem Test. Das macht sich insofern bemerkbar. Sie bekommen ja 6 Punkte, die dann obendrauf nochmal angerechnet werden. Also Sie können mit den Standardpunkten immer Ihre 1-0 erreichen und die 6 Punkte gibt es oben noch drauf. In der Regel ist es so, wenn Sie den Test gemacht haben, brauchen Sie die Punkte gar nicht mehr, ohne bessere Note zu machen oder Note zu bekommen. Genau. Ich schaue jetzt gerade mal rein. Sie können es gerne sagen, das Bild von mir ist gerade ein bisschen dunkel, oder? Ich versuche da gerade mal ein bisschen... Oh, dürfte jetzt ein bisschen besser sein. So, das war der Test, genau. Auch die Frage kommt immer wieder, was mit dem Bonus ist. Der Bonus ist nur für den ersten Versuch gültig. Wenn Sie beim ersten Versuch, also bei der regulären Klausur, krank sind und sich abmelden, bekommen Sie den natürlich dann für Ihren ersten Versuch nochmal gut geschrieben. Allerdings, wenn Sie
den ersten Versuch machen und dann durchfallen, dann ist der Bonus verballert. Das heißt, die zweite Klausur müssen sie ohne Bonus schreiben. Ja, das heißt, da können sie die Note nicht mehr aufbessern. Aber auch da, also wir hatten jetzt in der Nachklausur auch wieder jemand, der hat eine 1, geschrieben. Also das ist möglich. So, so viel zur Klausur. Gibt es denn schon irgendwo, ich gucke mal nochmal in meine Chats rein, gibt es denn schon Fragen zur oder zu den Prüfungen oder zu den Zeiten? Ich glaube erstmal nicht. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Genau. Es gibt etwas, das bringe ich eigentlich immer gerne hier und in meinen eigenen Vorlesungen an der Hochschule auch, und zwar die Vergessenskurve nach Ebbinghaus. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Wenn Sie es gehört haben, habe ich da ein Bildchen für Sie mal vom Herrn Ebbinghaus. Bartechnisch ist Herr Ebbinghaus mein Vorbild. Da arbeite ich noch dran. Der hat 1850 bis 1909 gelebt und war ein deutscher Psychologe, genau, ein deutscher Psychologe, und war so einer der ersten, die sich um die psychisch-kognitive Forschung oder kognitive Forschung gekümmert hatten. Und der hatte etwas herausgefunden, und zwar, dass die korrekte Wiedergabe von Informationen, also alles, was Sie jetzt hören, dass es mit der Zeit immer weniger wird. Ne? Und wenn wir uns das mal hier anschauen an der Stelle, wenn Sie mir jetzt zuhören, können Sie sich alles merken. Ne? Und Sie wissen nachher noch komplett, wie die, oder jetzt gerade, wie die Klausur abläuft und wie Herr Ebbinghaus aussieht, wann der gelebt hat. Gar kein Thema, da sind Sie super smart und das läuft. In 20 Minuten wissen Sie ungefähr nur noch die Hälfte. Ja? Und heute Abend wissen Sie nur noch ein Drittel davon. Und in 2 Tagen ist es weniger als ein Drittel. Das ist mit die frustrierendste Sache für Dozenten, wenn sie das wirklich wissen. Das heißt, im Prinzip alles, was ich Ihnen jetzt erzähle, oder 2/3 von dem, was ich jetzt erzähle, selbst das, was ich jetzt gerade sage, vergessen Sie. Ne? Das ist für mich insofern toll, weil ich kann jedes Semester immer wieder das Gleiche erzählen, gerade jetzt über Twitch bei den Zuschauern, weil die meisten haben das dann eben bis nächstes Jahr wieder vergessen. Das ist einfach kognitiv so, ja. Aber man kann was dagegen tun, ja. Und das ist so ein kleiner Tipp, den ich Ihnen gerne mitgeben möchte für das Semester. Der Herr Ebbinghaus hat herausgefunden, dass sich das Erinnerungsvermögen, und das ist jetzt wahrscheinlich gar keine große Überraschung für Sie, wenn Sie die Informationen wiederholen, sich immer verbessert. Ne? Und die Kurven hier geben das nochmal an. Also das Rote ist so diese Vergessenskurve oder Vergessenskurve, die standardmäßig anfängt. Und das sind so die Wiederholungen. Das heißt, wenn Sie jeden Tag in der ersten Woche Ihre Notizen oder die Folien, je nachdem, was Sie machen, für 30 Minuten durchschauen, dann werden Sie immer besser beim Vergessen. Und wenn Sie das eine Woche lang gemacht haben, vergessen Sie die Dinge fast nicht mehr. Und das ist eben ein Vorteil, wenn Sie gerade die Informationen, die Sie jetzt am Anfang von der Vorlesung lernen, nicht vergessen bis zum Ende von der Vorlesung. Also setzen Sie sich wirklich hin, deswegen auch dieser Test, und wiederholen Sie die Folien. Es macht einen merkbaren Unterschied in der Klausur. Man sieht in der Regel auch in der Klausur, wer das gemacht hat. Und da würde ich nochmal ganz kurz zurückspringen auf die Folie, weil ich habe 2 wichtige Informationen vergessen. Waren es 2? Ich glaube, es waren 2. Die eine Information ist, Sie dürfen bei mir ein doppelseitig beschriebenes DIN A4-Blatt verwenden. Das heißt, da dürfen Sie sich als Spickzettel alles Mögliche draufschreiben und dürfen das in der Klausur verwenden. Ich sammle diese Spickzettel in der Regel ein, oder ich bitte darum, dass Sie die abgeben, deswegen keine Matrikelnummer, keine Namen draufschreiben, die sollen anonym sein. Ich verwende die nicht für die Korrektur. Ich nehme die pro Jahrgang, lege die zusammen in einen Ordner und schaue mir die nach 1 bis 2 Semestern nochmal an, ob ich auf Basis dieser Daten, die ich da drin stehen habe, rausfinde. Was war für Sie interessant, was war für Sie vielleicht sehr schwer. Ja, also ich versuche herauszufinden, ob ich aus der Gesamtheit der Spickzettel die Vorlesung verbessern kann. Weil in der Regel landen da 2 Dinge drauf. Ne? Die eine Sache ist das, was Sie sich nach Ebbinghaus nicht merken konnten, weil Sie es dann doch noch vergessen, oder Dinge, die zu kompliziert sind. Ja, deswegen sammelt Sie den mit ein und habe da schon einen recht schönen Fundus. Ich kann das aber nie nachvollziehen, von wem die sind. Genau, und ansonsten ist es so, die Klausur bei mir ist überwiegend kompetenzorientiert. Das bedeutet, Sie bekommen bei mir ein Szenario und müssen auf Basis von diesem Szenario Ihr Wissen anwenden. Das heißt, es ist keine reine Abfrage. Das heißt, alles baut so ein bisschen aufeinander auf. Ja, da bekommen Sie vielleicht ein System oder irgendwas anderes vorgelegt, vielleicht eine Software, vielleicht eine Hardware, die Sie dann beschreiben, und da kommen halt Fragen. Es sind manchmal Wissensfragen, ja, zum Beispiel sowas wie so ein Klassiker.
den ich mal gerne bringe, ist so eine Geschichte wie, wie viele gleichzeitige Bewegungen können oder dürfen auf einem Display angezeigt werden, sodass Sie die noch korrekt interpretieren können. Na, da gibt es eine Zahl und diese Zahl ist da natürlich dann abgefragt. Ansonsten sind natürlich sehr viele Dinge, wo Sie auch dann Ihr Wissen anwenden müssen und entsprechend beschreiben müssen oder anwenden müssen. Genau. So viel zur Klausur. Damit Sie auch ein Gefühl bekommen von der Notengebung, das ist so mal so, die Kurve sieht ungefähr so aus, das ist keine klassische Gauss-Kurve. Aufgrund von dem Open-Book-Test ist das alles so ein bisschen, sag ich mal, in den besseren Bereich gerutscht. Das ist so, das konnten auch über die ersten Semester dann sehen. Das heißt, wenn Sie sich da anstrengen, ist da locker mal so eine 1 erreichbar. Und auch da nochmal von der Notengebung her mit der künstlichen Intelligenz. Beide Noten werden genommen und die Durchschnittsnote entscheidet dann, ob sie durchfallen oder nicht. Das heißt, Sie könnten zum Beispiel in interaktive Systeme eine 3 schreiben und in künstliche Intelligenz eine 4,1 und dann müssten Sie eigentlich bestehen mit einer 3, irgendwas. Ja, das ist zwar nicht erstrebenswert, die Note, aber manchmal rettet Ihnen das halt so auch den Hintern. Ja, also vielleicht hat es dann mit dem Lernen nicht ganz so geklappt. Gut. Literatur. Ne? Also welche Bücher verwenden wir? Die komplette Vorlesung, was wir hier durchnehmen, die 8 Einheiten, basieren auf interaktive Systeme von Bernhard Breim und von Raimund Dachselt. In der ersten Auslage von 2010 sind ein paar mehr Sachen dabei. Ein paar Sachen habe ich weggelassen. Aber im Grunde fahren Sie mit dem Buch ganz gut. Wenn Sie aktuell über irgendeine Plattform da online rankommen, können Sie das natürlich verwenden. Es ist keine Voraussetzung für die Klausur. Sie finden aber einen Großteil der Informationen da drin auch wieder. Ne? Sie sehen auch viele Bilder, die sich da duplizieren, weil zum Beispiel der Breim auch sehr viele Bilder von Wikimedia verwendet, die ich bei mir dann auch entsprechend referenziert habe. Ich hatte einmal eine Studentin, die kam zu mir und hat gefragt, Herr Heil, ich habe versucht, das Buch zu lesen, aber das sind ja 750 Seiten. Das kriegen Sie in dem Semester nicht hin. Vor allem, Sie haben ja noch andere Klausuren, ja, und andere Fächer. Aber trotzdem, wenn Sie die Möglichkeit haben, können Sie das besorgen und sich mal anschauen. Ansonsten gibt es noch einen zweiten Band, der geht jetzt nicht in den Vorlesungsfolien auf. Wenn Sie sich aber für das Thema interessieren, kann ich Ihnen das tatsächlich empfehlen, da auch mal einen Blick reinzuwerfen. Das geht dann so ein bisschen wirklich in das User Interface Engineering rein, 3D-Interaktion, Natural User Interfaces, also auch nochmal ganz spannend, wenn Sie sich da ein bisschen einlesen wollen oder wenn Sie in Ihrer Abschlussarbeit das Thema haben oder verwenden wollen. Ansonsten gibt es von 2018 noch ein sehr interessantes Buch aus dem Springer Verlag. Das ist dann eher so eine Zusammenfassung von kleineren Kapiteln, also jetzt nicht am Stück geschrieben, das sind verschiedene Autoren. Der Herausgeber ist der Christian Reuter und das nennt sich Sicherheitskritische Mensch-Computer-Interaktionen. Da habe ich noch nicht alles gelesen, ein paar Artikel habe ich gelesen. Auch das, wenn Sie das Thema interessiert, kann ich das empfehlen zum Weiterlesen. Also, das sind so die drei Bücher. Wie gesagt, das hier ist das Wichtigste für Sie, interaktive Systeme. Band 1, Grundlagen, Graphical User Interfaces und Informationsvisualisierung. Der letzte Punkt, Informationsvisualisierung, das hängt immer ein bisschen vom Semester ab, wie wir mit dem Stoff durchkommen. Das fällt mal weg, manchmal kommt es rein, manchmal gebe ich Ihnen das quasi als, sag ich, Hausaufgabe mit. Das sehen wir am Ende vom Semester, das ist so ein Pufferfach, das wir in der Regel haben. So, und dann schauen wir uns mal an, was wir tatsächlich als Inhalt in der Vorlesung haben. In der Einheit 1, also heute, schauen wir uns ein bisschen interaktives Thema an, die Grundlagen, Berufsbilder. Wir sprechen mal I18N gegenüber von L10N, also Internationalization versus Localization. Wir hatten jetzt ja gerade im Kolloquium hatte ich mal sowas gefragt. Der Student, beziehungsweise die Studentin, die da gemeint ist, Sie werden sich wahrscheinlich erinnern. Ich hatte ja gesagt, wir sprechen das hier auch mal durch. Wir schauen uns vielleicht ein bisschen oder heute noch ein paar Probleme interaktiver Systeme an, wenn wir bis dahin kommen. Das ist so das für heute. In der nächsten Einheit sprechen wir ein bisschen über menschliche Informationsspeicher. Also wie speichern wir eigentlich Informationen ab? Wie nehmen wir irgendwas wahr? Also sehen, hören, fühlen nicht so sehr. Also wir konzentrieren uns auf die Augen und auf die Ohren. Wir sprechen etwas durch, das nennt sich Gestaltgesetze. Das hilft Ihnen dann später, wenn Sie irgendwas designen wollen, vielleicht mal so eine Webseite oder so. Und wir schauen uns etwas an, das nennt sich Arm, Hand, Finger,
System. Ja, was genau dahinter steckt, das lernen sie auch in der nächsten Einheit kennen. Ganz wichtig, das wird immer in der Klausur gefragt. Ja. So. Dann sprechen wir in der dritten Einheit ein bisschen über Aufmerksamkeit. Sie sehen es da schon, ne? Das ist eine harte Sache. Deswegen variiere ich hier auch ein bisschen mit der Länge von den Vorlesungen. Ich weiß ja, dass sie so lange nicht aufmerksam sein können. Ne? Sie werden auch im Laufe der Vorlesung verstehen, warum. Wir besprechen etwas, das nennt sich ACT-Theorie. Wir schauen uns die Fehlertheorie an und sie lernen ein bisschen was über Metaphern und Modelle. Metaphern haben sie bestimmt alle schon mal erklärt oder gehört. Aber wenn ich jetzt jemanden frage, was ist denn eigentlich eine Metapher, bin ich mir nicht so sicher, ob sie da wirklich antworten können, was das ist. Dann in der vierten Einheit lernen sie kennen, was mentale Karten sind. Ja, wir schauen uns noch ein bisschen allgemeiner Mensch-Computer-Interaktion an, weil eigentlich ist ja das ganze Mensch-Computer-Interaktion. Und sie lernen etwas kennen, das nennt sich Constraints, ja, also Einschränkungen an der Ecke. In der fünften Einheit, da wird es ein bisschen entspannter für sie. Wir schauen uns die historische Entwicklung an. Also ich erzähle Ihnen so ein bisschen, wo kommen eigentlich interaktive Systeme her, ne? Wie hat sich das alles entwickelt? Da können Sie sich ein bisschen zurücklehnen. Trotzdem müssen Sie die Dinge sich mal anhören, weil da werden immer nach Parallelen in den Klausuren auch gefragt. Wir lernen ein bisschen was über Kommunikation, also wie wir miteinander kommunizieren, wie Sie mit einer Maschine kommunizieren. Sie kennen das wahrscheinlich alle. Irgendwann sind Sie gefrustet und haben Ihren Rechner bestimmt schon mal angebrüllt. Ne? Also ich mache das regelmäßig. Ich denke, das geht Ihnen vielleicht auch mal so. Und sicherlich waren Sie auch schon mal an dem Punkt, wo Sie gerne einen Rechner oder einen Laptop oder einen Monitor aus dem Fenster geworfen hatten. Ne? Da gibt es auch genügend Videos im Internet, wo das gemacht wird. Und das war mal ein Wunsch. Wir schauen uns an, wie funktioniert eigentlich natürlich sprachliche Kommunikation. Wir gehen da speziell auf den Serverteil an und die Theorie. Ne, da sehen Sie hier auch ein bisschen das Bildchen, wo Sie im Prinzip dann lernen, wie funktioniert das eigentlich ab dem Moment, wo die Benutzereingabe bei auf Serverseite angekommen ist. Ich habe schon ewig lang vorgehabt, auch mal so eine Demo für Alexa, für Amazon Alexa zu schreiben und mit ihnen durchzunehmen. Habe ich leider nicht geschafft bisher, weil das wäre dann der vordere Teil, wie sowas definiert wird. Aber dafür finden Sie ja Tutorials, das ist ja weniger das Spannende. Wir gucken uns so diese richtig knallharte Theorie hinten an, wie man sowas macht. Ist nicht ganz so schlimm. Wir machen da nur ein bisschen Fourier-Transformation. Das können wir so nebenbei schnell erledigen. Ja, das war jetzt natürlich ein Scherz. Ich erkläre Ihnen, wo das eingesetzt wird, aber wir müssen die natürlich nicht machen, keine Angst. Sie müssen hier ganz wenig rechnen, eigentlich gar nichts rechnen in der Vorlesung. Dafür ist ja der Kollege Münch da. Dann in der sechsten Einheit lernen Sie was über Kommunikationsebenen und da lernen Sie in dem Semester im Prinzip auch, warum dieses ganze Remote Teaching und Remote Learning für Sie so unheimlich anstrengend ist und warum Sie, wenn Sie 8 Stunden lang jetzt Vorlesungen online angehört haben oder in Videokonferenzen waren, warum Sie da im Prinzip auf dem Zahnfleisch gehen und warum das, wenn Sie das in echt machen, gar nicht so schlimm ist. Und warum wir uns dann eigentlich alle wieder so Präsenzunterricht wünschen, also nicht nur von Dozentenseite. Wir schauen uns an, was für Dialogarten das gibt, wobei das Thema streichen wir vielleicht weg. Gucken wir mal, da waren Sie nie so glücklich mit den Kursen. Sie lernen Entwurfsprinzipien, also was lege ich zugrunde, wenn ich Designs entwickle. Und wir sprechen ein bisschen über Style Guides und Richtlinien. Wenn Sie schon programmiert haben oder ein bisschen was mit Design zu tun gehabt haben in den Betrieben, dann kennen Sie sich da aber wahrscheinlich schon ein bisschen aus. Was haben wir denn noch? In der siebten Einheit, die wird nochmal ein bisschen entspannter, da schauen wir uns an, Eingabegeräte, na, da habe ich viele, viele Beispiele mitgebracht, was es so gibt, Richtung Tastatur, Maus, ein paar Videos habe ich Ihnen mitgebracht und Interaktionsformen, also wie Sie mit dem Rechner interagieren. Und dann in der achten Einheit, auch das war ein Studierendenwunsch, kümmern wir uns hauptsächlich um Mobile, Mensch, Computer Interaction, also mobile Mensch-Computer Interaktion. Und wie gesagt, wenn es die Zeit zulässt, noch ein bisschen um Informationsvisualisierung. Das sind so die Themen, die wir in den nächsten wahrscheinlich 8, 9 oder 10 Terminen abdecken. Wie gesagt, das hängt ein bisschen davon ab, wie wir die Termine in dem Semester mit Herrn Münch koordinieren. So, für alle, die im Stream drin sind und im Chat sind, gibt es soweit Fragen? Ansonsten, Sie dürfen auf jeden Fall im Chat immer fragen. Ich versuche, Fragen zu beantworten. Ich kann ja im Chat nie sehen, ob das jetzt ein Student ist oder nicht.
Wenn es zu sehr abschweift, dann antworte ich halt nicht. Das behalte ich mir jetzt einfach mal so vor. Aber ansonsten, Sie dürfen da natürlich jederzeit irgendwas fragen. So, und an der Stelle muss ich mal wieder bemerken, ich bin immer wieder fasziniert, wie diszipliniert die EDU-Streams sind, wenn dazugehört wird. Also wir hatten jetzt auch im letzten Semester, also im Prinzip machen wir das ja jetzt seit März. Ich hatte jetzt genau einmal, wo ich einen Troll rauswerfen musste. Also das ist richtig schön, da macht er Spaß mit Ihnen. Genau, und das ohne Moderator oder so, ne? Also wunderbar. Gut. Heute, Sie sehen, ich habe nochmal die Themen aufgelistet für heute. Wie gesagt, wir werden jetzt in den nächsten 1,5 Stunden wahrscheinlich nicht alle schaffen. Wir machen nochmal so eine allgemeine Einführung in das Thema, damit Sie eigentlich wissen, wovon wir sprechen. Sie haben jetzt wahrscheinlich schon ein Gefühl dafür bekommen, von den Sachen, die wir so durchnehmen. Wir schauen uns mal an, was so die ersten interaktiven Systeme früher waren und was sie heute sind. Mensch-Computer-Interaktion, Mensch-Maschine-Interaktion, da schauen wir uns gleich mal den Unterschied an. Inwiefern die relevant sind für uns heutzutage. Sie glauben gar nicht, wo man das alles braucht, ja. Dann wichtige Aspekte interaktiver Systeme, also was sind die wichtigen Elemente davon? Wir vergleichen mal ein bisschen Usability Engineering and User Experience. Gucken Sie mal, ich habe nochmal die Bedeutung, also ich habe einmal die Relevanz und die Bedeutung von interaktiven Systemen. Das ist jetzt das vierte Semester, wo ich vergesse, das zu korrigieren. Da sehen Sie mal, wie wichtig das ist, ja. Also das, da merken Sie mal, wie relevant das ist. Dann schauen wir uns, das finde ich, den geilsten Part von der Vorlesung, die Probleme von interaktiven Systemen heute an und was man so braucht, um die zu entwickeln. Das, wie gesagt, wir schauen mal, wie weit wir da heute kommen. Vielleicht haben wir da auch so einen Rush und sind da recht gut fertig heute. Also, Einführung in das Thema. Ich habe mal ein Zitat gefunden von dem Herrn Lanier, der war früher bei Atari und war dann, ich weiß nicht, ob er es noch ist, Sie finden einen Artikel auf Wikipedia über ihn und der war früher bei Atari, war dann zwischenzeitlich bei Microsoft Research, ist glaube ich so Musik, Design, alles Mögliche macht er, was so ein bisschen kreativ ist am Rechner. Und der war eben schon 95 in dem Thema unterwegs und da gab es mal ein Interview in der Zeitschrift, die Referenz ist am Ende von dem Foliensatz. Und da hat er eben gesagt, meiner Meinung nach ist die ganze Idee der Interaktivität noch nicht so ganz ausgegoren. Wir wissen sehr wenig darüber, was Interaktivität tatsächlich bedeutet. Die meisten Menschen, die etwas Interaktives beschreiben, beschreiben etwas, das meiner Meinung nach nicht gerade sehr interaktiv ist. Es ist schon im Grunde schon fast eine Beleidigung für das Wort. Ich weiß nicht genau, was interaktiv tatsächlich bedeutet, aber ich glaube, dass es ein Abenteuer ist, die tatsächliche Bedeutung herauszufinden. Ich bin sicher, dass wahre Interaktivität weit mehr als das ist, womit wir es zurzeit zu tun haben. Und tatsächlich war das so, dass er damals von einem Spiel gesprochen hat, das damals auf CD-ROM rauskam, also 1995. Ich gehe aktuell immer davon aus, dass fast alle, die offiziell in der Vorlesung zuhören, nach 95 geboren sind. Das heißt, das war eine Zeit lange vor Ihnen. Und jetzt muss ich mich outen, das war eine Zeit, da hatte ich mein erstes CD-Laufwerk und einen SCSI-Controller für das CD-Laufwerk, das mit doppelter Geschwindigkeit CDs laden konnte. Jetzt habe ich tatsächlich den, ich mache jetzt einmal tatsächlich die Folie zu, weil ich möchte Ihnen den Namen noch von dem Spiel nennen, der mir immer wieder entfällt jedes Jahr. Myst hieß das Spiel. Also Myst bekommen Sie bei Good Old Games für 5 € und das war früher ein Spiel, das kam eben auf einer CD. Und was hatten Sie da? Da hatten Sie einfach so, das waren ja noch nicht mal 3D-Ansichten, das war halt, wenn Sie das irgendwie so kennen, Eye of the Beholder oder so, das waren so Ansichten von vorne auf Räume und da konnte man sich da drin bewegen und irgendwo im Bildschirm hinklicken. Also das ist einfach Lichtjahre von dem entfernt, was Sie eigentlich heute schon auf einem iPhone oder auf einem Android oder an Ihrer Konsole an Interaktivität haben. Also selbst hier, das hier, das Setup, was ich für das Streaming für Sie habe und das ist alles viel mehr interaktiv als das Spiel damals. Aber das hat da eben damals angefangen. Wir lernen im Laufe der Vorlesung noch Kommandozeilensprachen kennen, die auch eine Art von Interaktivität sind. Und da sind wir eben bei sowas wie bei einer Linux Shell oder bei einem Microsoft DOS, also wie sie früher mit einem System interagiert haben und was da auch die Probleme sind. Na, und also einfach, dass Sie merken, wo das eigentlich angefangen hat und was da dahinter steckt. Sie können nach Myst auch suchen, also MYST geschrieben. Da finden Sie sicherlich den ein oder anderen Screenshot noch im Web. Ansonsten habe ich mal meine nicht vorhandenen Latein
oder das nicht vorhandene Lateinwissen ausgegraben und mich da auch beraten lassen. Also die Begriffsdefinition von interaktiv ist einmal das lateinische Wort inter, was so viel bedeutet wie unter oder zwischen, und das lateinische agere, betreiben, handeln oder agieren. Und daraus ist eben interaktiv entstanden, ne? Also das ist im Prinzip der Wortstamm, wo das herkommt. Genau. Falls es hören, kleine Tochter schreit jetzt gerade nebenan. Es kann durchaus mal sein, dass wir ab und zu in der Vorlesung unterbrechen müssen, wenn ich mich da irgendwie mal kurz um die Kids kümmern muss, weil die irgendwann auch dann zu Hause sind oder so. Das bringt halt diese Online-Geschichte halt auch mit sich. So, also interaktiv, jetzt wissen Sie, wo es herkommt. Hier schon mal der Tipp: Sie müssen das nicht wissen, wo der Wortstamm herkommt. Ne, das war eigentlich für Sie rein zur Information. So, erste interaktive Systeme. Ich habe mal rausgesucht, was so die ersten interaktiven Systeme waren, und Sie sehen es hier rechts schon, da ist so eine Maschine, wo so ein Papier mit Strichen und Löchern durchläuft. Und tatsächlich waren so die ersten interaktiven Systeme Lochkartenautomaten. Ja, da war also nicht mal Rechner, sondern Lochkartenautomaten, vielleicht auch so eine Musikgeschichte, wo sie, na, wie heißt das? Kennen Sie doch bestimmt. Also früher vor Corona, wo es noch Jahrmärkte gab, gab es dann so Menschen, die so an Dingern gedreht haben, da ist sowas durchgelaufen. Und das war schon eine Art von Interaktion. Ne? Ich habe normalerweise für Sie eine echte Lochkarte aus einem echten Rechenzentrum in der Vorlesung dabei. Drehorgel, genau, bekomme ich hier gerade aus dem Chat zugeflüstert. Drehorgeln und automatische Orgeln ist das, was ich gemeint hatte. Von richtigen Rechnern habe ich tatsächlich Lochkarten, die habe ich mal bekommen aus einer Bibliothek. Und die gebe ich normalerweise rum, aber das ist aktuell keine gute Idee, weil Sie wissen schon, warum. Das heißt, Sie müssen sich jetzt hier einfach mal mit dem Bildchen zufrieden geben und vielleicht für Sie einfach damit zu wissen, ey, so haben Sie früher programmiert, ja, da haben Sie Löcher in Papier gebohrt und haben es in den Rechner reingeworfen. Okay, dann gab es irgendwann eine Schreibmaschine, da hatten Sie eine Schnittstelle, das war die Tastatur, also nicht mehr das Papier, sondern Sie haben halt reingetippt. Auch da kommen wir irgendwann drauf zu sprechen. Sie wissen schon, warum die Tasten so auf einer Tastatur angeordnet sind, wie sie es heute sind, also eine Querz- oder Qwerty-Tastatur, was typtechnisch eigentlich total schrecklich ist. Aber die sind so angeordnet, weil das die Physik bedingt. Ne? Früher hatten sie solche Hebelchen, ne, wo die Tasten dran waren, die dann diese Hämmerchen bewegt haben. Und das geht eben nur bei dieser Anordnung von den Tasten, wie sie es heute auf einer Tastatur haben. Und deswegen tippen wir eigentlich Stand heute alle so verkrampft auf den Tastaturen rum. Dann hatten sie früher mal so ein Telefon, da war die Schnittstelle eine Wählscheibe. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das noch kennen. Ich hatte jetzt genau einmal in der Vorlesung jemand, der so ein Telefon noch hatte zu Hause bei den Eltern. Also früher hatten sie, na, ich meine, heute haben sie sowas. So ein Touchscreen, ne, wo sie Ziffern drauf tippen können. Bevor sie das hatten, hatten sie richtige physikalische Tasten, so bei einem Na, wie heißt, jetzt habe ich schon wieder so einen Namen vergessen. Bei den Raspberries hatten sie ja so richtige Tasten oder bei den alten Telefonen. Und vor dieser Zeit gab es so stationäre Telefone. Da hatten sie Tasten, wo sie richtig reindrücken mussten. Und davor gab es eine Wählscheibe, wo sie quasi so zurückgedreht haben. Dann haben sie diese Wählscheibe losgelassen. Und dann so durch dieses Drehen irgendwie Impulse wurden da erzeugt. Dann wusste die Maschine immer, welche Nummer sie gerade gewählt hat. Genau, kennen Sie noch von Ihrer Oma? Also es gibt tatsächlich noch Haushalte, wo das noch im Einsatz ist, umso faszinierender, dass sowas heute noch alles durch das Telefonie-Netz läuft. Also das war Ihre Schnittstelle zu dem Gerät, wie Sie mit dem Gerät kommunizieren konnten. Dann kennen Sie bestimmt, ja, Spülmaschine gibt es in jeder WG. Da haben Sie irgendwelche Tasten oder Drehregler, wo Sie damit interagieren können, und natürlich Computer. Ja, da haben Sie Maus, Tastatur, Mikrofon, alles, was irgendwie eine Eingabeschnittstelle ist. Ja, damit können Sie interagieren. Also die ersten interaktiven Computersysteme, die es gab, das waren also kommandozeilenbasierte Systeme. Da haben sie im Prinzip vorgegebene Zeichenreihenfolgen eingegeben, ne? Ob das jetzt ein Unix, ein DOS oder so ein C64 war, wo sie irgendwas draufgeschrieben hatten. Das ist so, das waren so die ersten Systeme. Da kann ich Ihnen erzählen, wo ich meinen ersten 386er hatte mit einem MS-DOS, der war halt da und ich wusste nicht, wie ich den bedienen soll. Was da das Problem ist, das lernen Sie später in der Einheit noch kennen. Was man da nämlich machen muss, dass man überhaupt mit so einer Maschine interagieren kann. Wahrscheinlich können Sie sich schon denken.
Und wir gucken uns mal gemeinsam ein Video an, wo das erste WIMP-System beschrieben wird. Finden Sie auch auf YouTube das Video da. Windows, Icons, Menus und Pointer. Und wobei es wird hier im Text nochmal anders genannt. Und das spiele ich einfach mal ab und dann gucken wir uns das mal hier an. Ich spiele ein bisschen vor, weil da wird erst ein Wettbewerb angekündigt. Den können sie sich nicht mehr beteiligen, weil das so irgendwo aus den 80ern ist. Und was vorgestellt wird hier, ist eben der erste Amiga. And now for those of you who haven't yet met a wimp, here's Fred. Thank you, Mac. Yes. WIMP actually is an easy way of using a computer without typing in all the usual codes and incantations. In fact, for a lot of uses, you can forget about the keyboard altogether. WIMP, W-I-M-P, stands for Windows, Icons, Mouse, and Pull-Down Menu. Right, well, what's all that about? This is the mouse. It's a rollerball device, as you can see. As I move it around on the desktop, I'm also moving this arrow around on the screen. Right, that's the mouse. Now pull down menus. A few of those up here. There's one, another, and a third. Now this is another alternative to typing in. So for example, if I want to enter the word redraw, instead of keying it in, I simply point to it and select. Das war revolutionär damals, ne? These things here, the boxes on the screen. Now you can think of those as sheets of paper on a desk. Using the mouse, I can swap them over. I can move them about. Let's put that one in the front again. Move it down. And I can even change the size if I want to. And icons are these images here, these symbols which represent the programs you might want to select. So let's load up the demos file. Right, I move the mouse to it and press a button. And straight away up comes another window and some more icons. Each of which is a program that I might run. Well, firstly, I'll kill off this window here and tidy up the screen a bit. Get shot of that. Move this to the top. Now, ready to load something up. I'll try this program here, which is called Lines. Once again, move to it, click the button, and up it comes. This is a graphics demonstration, so it really needs to be big. So simplicity itself to move to the top, stretch the window, and there it is. And that gives you some idea of what the WIMP philosophy offers. But so far, this hasn't done anything that you might not have seen on other machines. This, though, is the new Commodore Amiga, and it can do a lot more than the micros you may be used to. And to show that, well, let's try another demonstration here, this boxes demo. Then I'll stretch that one again, move it to the top, make it a bit bigger. Now, you'll notice that the Lines program carries on running. And in fact, all the time I've been speaking, down here hiding away is yet another program. This is another nice facility, being able to bring the screen on. So you see, we've got three programs going there. This, you see, is a multitasking machine. Richtig performant. Each of these programs gets a share of the computer's time. The computer switches from the Lines program to the Boxes program to the Triangles program thousands of times every second. Well, of course, the more programs you run, the slower each one gets. Look how jerkily that Triangles program is moving. But if I remove some of these others here, kill that off, kill that and that, watch what happens to the speed. Those triangles are drawing much quicker now. It's got the processor all to itself, so the program can run faster. Well, you may be wondering how the Amiga gets this sort of speed. In fact, it's got a 32-bit microprocessor, and that means it works on chunks of data four times the size of conventional 8-bit machines, and it uses modern chips which are faster anyway. Here's the motherboard from inside, and this is the 32-bit microprocessor. Ich würde übrigens nie empfehlen, eine Platine so anzufassen. Ups. Processor doesn't have to do all the thinking for the machine. It can delegate certain specialist tasks while it gets on with other things. And there's another advantage that comes from using these custom chips. They can pack a lot of functions into a single integrated circuit. And the result is a computer with very few components, which is cheaper to make and more difficult to copy.
Now, the graphics chip will generate over 4,000 colors on screen at the same time, as you can see here. Although in normal use, you'll have to make do with just 32, I'm afraid. But you can get some pretty snazzy animation, as we've set up over here. This they call Robo City. Now, if you wanted a complicated animation like this on a conventional micro, firstly, you'd have to compromise on the colors. But you'd also have to get the software to manipulate those characters, remembering, say, that the old man here moves behind the fire hydrant, but in front of the female robot, and so on. The Amiga has dedicated hardware, those custom chips, to look after the drawing and the redrawing, replacing the background, and so on. Right, well, much as I like that demo, I'll pull that one down and move on to the sound, because sound is normally the forgotten feature of a micro. Traditional sound chips give you a rather crude quality. But with custom-built chips, you can get quality like this. I find that pretty stunning. That is actually stereo sound. And it's a sign of how seriously they take the sound facilities of this machine that you can get more sounds by loading in directly the digitized sound files from the Fairlight, one of the most sophisticated of the professional computer musical instruments. If you don't fancy the old strings touch, what about this one? Heavy, man. It's also got text-to-speech facility, which you may remember we demonstrated in our review of speech chips in Program 1. Well, all this is fine, but what's it going to be used for? Well, multitasking has real uses. You can leave the machine to get on with, say, printing a long document at the same time as word processing and while the computer's sorting out some records on your database. But there does seem to be some confusion as to who this machine is aimed at. In the States, it's marketed as a home micro at about $1,500. Well, bigger disposable incomes, of course, over there. But in the UK, they're planning to launch it as a small business machine, which perhaps means that some of the facilities, such as this, are just not going to be used. Of course, any machine lives or dies by its software. There is an IBM emulation package for the Amiga, giving business users access to at least the top 25 IBM PC programs. But it takes time for software houses to learn the tricks of a new machine. In the meantime, you might make do with something like this. It's a graphics package which I'm not going to attempt to work myself. It's being worked live from upstairs in the gallery. It'll move about images, it'll distort them, it'll do anything you want it to do virtually, and it gives facilities which you would normally get only on dedicated graphics systems. No wonder it got a standing ovation at the Writers' Conference this week. So, also, so hat das Ganze eigentlich angefangen. Also auch dieser Hype, ne? Und ich meine, vorher hatten sie halt nur die Konsole, wo sie was reingetippt hatten. Er hat ja auch angesprochen, die ganze Thematik rund um Softwarepakete, die es gibt. Und auch da ist es so, wir haben da später in der Einheit, ob es ein System, also ein interaktives System, Stand heute erfolgreich ist oder nicht. Das hat immer sehr viel mit der Software zu tun. Da kennen Sie vielleicht auch das ein oder andere Beispiel, was man auch hier sieht, also zum Beispiel mit den Telefonen, ne? Also die Hardware, die angeboten wird, fällt oder steht ja mit der angebotenen Software. Weil das im Chat noch angesprochen wurde mit den Hypes, ist es tatsächlich so, das war in den 80ern, also Mitte der 80er. Wir schauen uns im Verlauf der Vorlesung mal noch die erste Präsentation von der Macintosh an, von Steve Jobs. Und da sieht man auch diesen ganzen Hype, den es da eigentlich gab. So, was haben wir denn? Genau, das sind also die interaktiven Systeme. Und das war das, was es damals gab, ne? Und was haben wir heute? Schauen wir uns erstmal so diesen Begriff an, ne? Also interaktiv, das jetzt auch nochmal hier der Hinweis, das ist was für die Vorlesung. Interaktiv ist ein System, bei dem der Benutzer durch Bedienhandlungen den Arbeitsablauf des Systems beeinflussen kann. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwas mache und sich das System dementsprechend anders verhält, ja, oder entsprechend verhält, dann ist es interaktiv. Und von einem System sprechen wir immer, wenn Sie eine Gesamtheit von Elementen haben, die so aufeinander bezogen oder miteinander verbunden sind, ja,
und in einer Weise interagieren, und jetzt kommt der wichtige Teil, dass sie eine Aufgaben-, Sinn- oder zweckgebundene Einheit darstellen oder angesehen werden können. Das heißt, sobald es mehrere Elemente gibt, die ineinander greifen und eben zusammen einen bestimmten Zweck erfüllen, dann sprechen wir davon von einem System. Ich habe in einer anderen Vorlesung, wo wir ein bisschen genauer drauf eingehen, es gibt ja unterschiedliche Systeme, naturwissenschaftliche Systeme, organisatorische Systeme. Aber für die Vorlesung reicht erstmal das, das ist ein interaktives System. Ne? Und so ein Handy, ganz klar, ist ein interaktives System. Kennen Sie auch inzwischen, Smartwatches sind interaktive Systeme. Ja? Die kann man auch dementsprechend benutzen. Das da, ja, ist auch ein interaktives System, aber da ist jetzt ganz wichtig, also diese Überlegung, kann ich ein Flugzeugcockpit einfach so verwenden? Na, wahrscheinlich nicht. Also ich brauche das Flugzeug plus das Flugzeugcockpit und insgesamt fliegt das Ding dann von A nach B, und das ist eben ein interaktives, also das ist definitiv ein interaktives System. So, wie schaut es denn damit aus? Ne? So eine Barista-Maschine, eine Espresso-Maschine, die ist jetzt so wahrscheinlich nichts, obwohl da ist ein kleines Display, aber da wird wahrscheinlich nur die Temperatur angezeigt. Ist sowas ein interaktives System, ja oder nein? Definitiv, ja. Also das ist ein interaktives System. Da sind viele, viele Elemente drin, die haben einen bestimmten Zweck. Ne? Die Aufgabe davon ist, leckeren Kaffee zuzubereiten. Und ich kann damit natürlich auch interagieren. Das heißt, ich habe Bedienhandlungen, die ich tätige. Und dann funktioniert das. So. Dann schauen wir uns mal die Entwicklung einzelner Teilbereiche an. Also im Prinzip hat das alles so angefangen, ich hoffe, man sieht das, glaube ich, ganz gut noch mit den Folien. So ein bisschen angefangen mit etwas, das hieß Softwareergonomie, das ging rein in die Arbeitswissenschaften, interdisziplinäre Entwicklung. Dann sind neue Berufsbilder entstanden und am Ende haben im Prinzip so interaktive Systeme den Alltag erobert. Da schauen wir uns alles mal an. Also Softwareergonomie ist ursprünglich aus der Hardwareergonomie entstanden. Also da kann man sich das besser darunter vorstellen. Es gibt ja auch solche Auflagen für Bildschirmarbeitsplätze, wie das auf Deutsch so schön heißt. Da kennt man Ergonomie, hat sich früher über Software aber keine Gedanken gemacht. Also wie ist das, wenn ich die benutze? Das Ziel bei Softwareergonomie ist immer, dass sie Software entwickeln, die Aufgaben angemessen, nützlich und gut benutzbar ist. Ja? Also das sind die drei Punkte, die da drin stecken. Dann soll sie leicht erlernbar sein. Wer jetzt Software von früher kennt oder manche Unternehmenssoftware, die ist nicht immer zwingend leicht zu erlernen. Sie sollte Selbsterklärungsfähigkeit besitzen. Also wenn Sie das verwenden, dann sollte sich die Software recht gut erklären. Sie sollte eine hohe Effizienz besitzen und sie sollte Bedienfehler minimieren. Da kommen wir später im Verlauf der Vorlesung auch nochmal drauf zu sprechen. Stress beim User sollte durch eine schlechte Softwareergonomie vermieden werden. Also das ist das, was wir eigentlich nicht erreichen möchten, dass sich der User gestresst fühlt, wenn er mit einer Software arbeitet. Das kennen Sie vielleicht. Vielleicht haben Sie irgendwann schon mal mit irgendwas gearbeitet, wo Sie dran saßen und dann richtig hibbelig oder nervös wurden. Das ist tatsächlich eine schlechte Softwareergonomie dann. Im Chat wird jetzt was gesagt, das wiederhole ich jetzt nicht. Das überlasse ich Ihnen, das zu beurteilen. Genau. Es gibt Beispiele, wo sich Softwareergonomie stetig verbessert hat. Und das ist zum Beispiel im Bereich der Computerspiele, also der Unterhaltungsindustrie. Da war das früher einfach so. Sie haben ein Spiel gekauft und früher hatte das 400 Seiten Handbuch. Das haben Sie erstmal lesen müssen. Da hat das Lesen vom Handbuch länger gedauert, als das Spiel durchzuspielen. Dann kam das irgendwann, dass Sie solche kleinen Handbücher drin hatten, ne, die dann in der Verpackung drin gesteckt sind. Und dann haben sie irgendwann Leaflets gehabt, die eigentlich nur noch vorne drin gesteckt sind. Und inzwischen haben sie entweder nur noch so eine Seite, wo die Tastaturkombination oder eine Hauptkombination drauf ist. Oder sie haben gar nichts mehr. Unser Spiel geht über einen Tutorial-Modus hin und bringt ihnen das Spiel eigentlich bei, erklärt sich also selbst. Und manche Dinge sind auch schon so Common Knowledge, dass sie manche Dinge auch gar nicht mehr erklären müssen, wie es funktioniert. Ja. So. Das heißt, die kommen da eigentlich recht schnell in so ein Spiel mit rein. Ne? Und das ist ein sehr gutes Beispiel, wie sich das über die Jahrzehnte eigentlich entwickelt hat. Der nächste Punkt, das waren dann die Arbeitswissenschaften. Ja, da geht es dann einfach darum, dass man sich auf körperliche Auswirkungen oder dass man körperliche Auswirkungen analysiert, also Dinge wie ne, Augen, Handgelenke
oder psychische Auswirkungen. Also wenn ich permanent gestresst bin, wenn ich eine Software bediene, ja, das hat ja auch langfristig dann irgendwelche Auswirkungen. Und natürlich auch, man versucht zu beurteilen, wie sich eine Einführung von so einem System auf die Kompetenz vom Anwender auswirkt. Also werde ich besser, werde ich schlechter durch die Einführung von dem System? Das ist ja ganz unterschiedlich. Dann ist es so, auch bei Arbeitswissenschaften, dass man sich überlegt, wie relevant ist das eigentlich für sicherheitskritische Anwendungen. Ne? Also da spreche ich noch von Dingen wie Fahrzeuge, ja? Flugzeuge, Operationssäle, also gerade im Bereich der medizinischen Geräte haben Sie natürlich solche Dinge. Also ich nehme ein Beispiel, ich glaube, das greifen wir später nochmal auf. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben so einen Medizinroboter, der Sie operiert. Ja, so schneidet es auf und operiert da irgendwas. Und jetzt gibt es eine Funktionsstörung in dem Gerät. Auf welchem Weg sollte denn dieses, sagen wir mal, dass man ein Skalpell, das ist oben und unten scharf, dass das Ding überall schneiden kann. Wie sollte dann dieses Gerät am geschicktesten wieder da rausfahren aus Ihrer Bauchhöhle? Ne? Also sicherlich nicht senkrecht nach oben. Na, das können Sie sich mal überlegen, was da der beste Weg ist. Ja, und andere Dinge, die natürlich auch relevant sind, ist was wie ein Monitoring im Betrieb. Ne? Da können dann quasi die Software oder mehr softwareaffinen Zuhörer sich da was drunter vorstellen, dass so ein Monitoring, na, wenn alles rot blinkt, ja, das ist nicht sonderlich entspannend. Ja? Das heißt, man muss sich schon überlegen, wie viel packe ich drauf, was packe ich drauf, etc. Ja? So, Arbeitswissenschaften. Dann, irgendwann kam es zur interdisziplinären Entwicklung von interaktiven Systemen. Und wo sind wir da inzwischen gelandet? Ganz klar, Sie haben Stand heute Informatiker in verschiedenen Ausprägungen drin. Ne? Einmal für die Realisierung von so einem Projekt, sprich zum Programmieren am Ende. Ja? Sie analysieren das aber auch, Sie koordinieren die Entwicklung, wenn man es in diese Entwicklungsleiter-Ecke reingeht. Sie haben Stand heute Designer drin, da geht es um Dinge wie Screen-Design, Interaktionsdesign. Und da trägt man eben sehr zur Gestaltung von so einem System bei. Aber Sie haben heute auch in solchen Teams Psychologen, ja, die das analysieren, Konfliktsituationen sich anschauen. Die aber auch dann zum Beispiel die Konzeption und die Durchführung von solchen Benutzertests übernehmen. Also das ist ganz spannend. Auch da gibt es aktuell, jetzt überlege ich gerade, wo das war, auf Netflix oder Prime gibt es aktuell eine Sendung, wo es über Social Media geht, wo auch sehr viel erklärt wird, wie solche Dinge wie Social Media Plattformen entwickelt wurden und was man, also da ging es gar nicht so um die Softwareentwicklung, da geht es darum, dass man psychologische Aspekte bei Menschen ausnutzt, dass sie eigentlich immer daran hängen bleiben. Ja, also dass sie von dem Tool eigentlich gar nicht wegkommen, dass sie immer wieder checken müssen, ob eine neue Nachricht da ist oder ob jemand geliked hat, weil das ihr Belohnungszentrum hier dann einfach dann anstößt. Ja. Also wer weiß, von was ich spreche, der kann auch gerne mal den Titel im Chat nennen für die anderen Zuschauer. Mir fällt es leider gerade gar nicht mehr ein. Genau, dann sind natürlich mit der Zeit auch komplett neue Berufsbilder entstanden, die auch ganz neue Qualifikationen mit sich gebracht haben. Ne? Das ist sowas wie ein User Researcher. Zum Beispiel der analysiert dann das Nutzerverhalten, ne, und unterstützt die Entwicklung beim Design zum Beispiel. Der führt dann auch Befragungen, Interviews und Beobachtungen durch. Der kann das einfach, ne? Das ist seine Domäne. Dann gibt es auch manchmal solche Dinge wie Information Architect, ja? Die strukturieren dann Informationen und die erstellen Navigationskonzepte für Anwendungen oder für Systeme. Das sind so ganz neue Berufsbilder, die es gibt. User Interface Designer, das ist dann jemand mit einer sehr guten Designerfahrung, der macht dann eben die grafischen Designs, Textdesigns. Da müssen sich mal 80% der Spieler auf der Twitch angucken, wo sie im mobilen Modus die Texte nicht lesen können. Da hätte man eben so einen User Interface Designer gebraucht, der sich gerade bei einer Portierung mal um das Design von der UI kümmert. Die kümmern sich dann immer sehr gern um das visuelle Design, die Layout-Konzepte, Nutzung von Farben und dann haben wir noch zum Beispiel sowas wie ein User Interface Developer, der weiß dann, wie man das User Interface entwickelt und erstellt dann oft auch die Softwarearchitektur mit einem Fokus auf Usability-Aspekte. Ne? Also wir sind da gerade im Live-Coding ein bisschen dabei. Ich wollte also eine Mindmap-Anwendung schreiben und da sind wir jetzt auf .NET-Ebene gerade dabei. Ne? Wie packe ich das in dieses MVVM-Konzept rein? Warum macht man das eigentlich? Dass man eben das User Interface, also das Design, vom Code besser trennt, dass man in der Theorie das Interface auch von einem Designer entsprechend überarbeiten lassen könnte. Ja.
Usability Engineer ist auch mal einfach, dass Sie die ganzen Begriffe mal gehört haben. Ist jemand, der hat dann so eher die übergreifende Verantwortung für die Nutzbarkeit von Produkten. Also der kümmert sich um das Komplettpaket. Der kennt dann eben diesen ganzen Usability Engineering Prozess mit all den Phasen, die Methoden, die sie dazu brauchen. Ja. Der kann das durchführen. Wie gesagt, da gehören also Benutzer- und Aufgabenanalysen dazu. Der muss das alles vorbereiten, führt das durch und wertet dann auch die Tests aus. Dann gibt es auch so Dinge, ne, habe ich letztes Mal gefunden, User Experience Expert, der ist dann eben für die Benutzerführung verantwortlich. Ja. Der soll sich darum kümmern, dass ihre User Experience, also die Nutzererfahrung, möglichst positiv gestaltet ist. Zum Beispiel, wenn ihr Programm abstürzt. Ja, dass sie da nicht gestresst sind, sondern eher so denken, ach, nee, ist jetzt nicht schlimm, startet ja wieder. Weil die Frage kommt, nee, sie sollen sich den Film nicht anschauen, das war nur eine Empfehlung, wenn sie eh mal gerade was suchen und ihnen langweilig ist abends, können sie sich den gerne anschauen. Der ist ganz interessant, wenn man sich für das Thema interessiert. So. Es gibt ein Verbot, 1, 2, 3, es gibt einen Berufsverband für User Experience und Usability Professionals hier. German UPA, Berufsverband der Deutschen Usability and User Experience Professionals, genau. Also einfach nur auch da, dass wir mal gehört haben, es gibt da also einen eigenen Berufsverband für all diese neuen Berufsbilder, die in dem Zusammenhang entstanden sind. Damit einmal so die Einführung jetzt auch für die neuen Berufsbilder. Dann hatte ich ja gesagt, einmal zu weit geklickt, was ist denn Mensch-Computer-Interaktion? Und wenn ein das liegt ja schon im Begriff, wenn ein Computer an der Interaktion beteiligt ist, dann spricht man immer von der Mensch-Computer-Interaktion, also MCI, oder auf Englisch Human-Computer-Interaction. Und wir nehmen das im Prinzip als Synonyme, also das eine ist Englisch, HCI, MCI auf Deutsch oder MCI auf Deutsch, das gibt sich erstmal nichts an der Ecke. Wenn noch ein Kommentar kommt, Scrum Master als neues Berufsbild, hat aber mit den, sag ich mal, interaktiven Systemen, mit der Usability nicht direkt was zu tun. Der Scrum Master bezieht sich ja auf den Entwicklungsprozess, auf den agilen Prozess. Also auch wenn, wir kommen da auch noch drauf zu sprechen, wenn dieser ganze Designprozess oder Entwicklungsprozess von interaktiven Systemen ein sehr iterativer Prozess ist, muss das nicht zwingend zum Beispiel in Scrum oder so gemacht werden. Dann gibt es noch etwas, das nennt sich Mensch-Maschine-Interaktion. Ja, und da ist mal so ein bisschen der Unterschied zwischen Computer und Maschine. Ein interaktives System muss eben nicht immer einen Computer beinhalten. Es kann auch einfach eine Maschine sein. Mein Vollautomat, ja, für Kaffee, der unten in meiner Küche steht, das ist halt kein Computer im klassischen Sinn, das ist eine Maschine. Ja, und da sprechen wir dann in der Regel Mensch-Maschine-Interaktion. Im Englischen heißt es dann Human-Machine Interaction, also HMI. Und das behandelt eben dann die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Ne? Und synonym oder mehr auf die Kommunikation bezogen spricht man auch oft von Mensch-Maschine-Kommunikation. Also Interaktion oder Kommunikation als Synonyme. Wir konzentrieren uns tatsächlich auf das, auch wenn wir manchmal von Maschinen sprechen, also wir konzentrieren uns einfach auf dieses Mensch-Computer-Interaktion. Und verwenden das, auch wenn das jetzt ein bisschen ungenau und unscharf ist, als Synonym für alles. Also wenn ich dann mal von Mensch-Computer-Interaktion spreche und wir haben eigentlich auf der anderen Seite, was wir uns gerade anschauen, vielleicht doch nur eine Maschine, dann sehen Sie das bitte nach. Auf der anderen Seite ist es Stand heute so, wir haben ja kaum mehr irgendwelche Maschinen, die nicht irgendwie doch einen Mikrochip enthalten. Ja, also irgendwo ist man dann da doch immer, Stand heute wieder schnell am Rechner. So, und wo haben so Systeme eigentlich Stand heute Relevanz? Sie haben das eigentlich Stand heute überall in der Freizeitgestaltung drin. Also interaktive Systeme, das fängt beim Kinderspielzeug auf und hört bei ihrem Fernseher, oder fängt beim Kinderspielzeug an und hört bei ihrem Fernseher auf. Spielekonsolen, ganz klar, das ist ein ganz, ganz großer Bereich. Webbasierte Systeme, im Prinzip seit den 90ern immer mehr, immer verstärkter. Das ist ein riesiges interaktives System. Sie haben seit Jahren, eigentlich jetzt so zwei Jahrzehnte, Multitouch- und sensorbasierte Geräte. Das ist auch eine Art von Interaktivität. Kaffeemaschine, Waschmaschine, ne? Eingebettete interaktive Systeme fällt in dem Bereich. Auch da ist es für Sie relevant.
Dann ist es so, es gibt interaktive Systeme für kreative Prozesse. Da habe ich gleich noch einen kleinen Ausschnitt, wo ich Ihnen was zeigen möchte. Dann natürlich Benutzerschnittstelle für mobile Geräte. Ich hatte am Anfang gesagt, wir schauen uns später auch noch Mobile MCI an. Und ganz, ganz wichtig, auch wenn wir es nicht so vertieft behandeln in der Vorlesung, sicherheitskritische Anwendungen. Wir kommen öfters mal drauf zu sprechen, wo das eine Relevanz ist. Das heißt, Sie sehen, eigentlich haben interaktive Systeme Stand heute überall einen Einfluss auf Ihr Leben und es fällt einem schwer, sich irgendetwas auszudenken, was kein interaktives System ist. Machen Sie für sich mal, für die Vorlesung, das Gedankenspiel, ne, was ist denn eigentlich ein nicht interaktives System? Weil vielleicht käme ja diese Frage in der Klausur dran. Und ich habe ein Video, oder steht für Broadcast in Queries Contact. Da muss ich ja erst bei Microsoft nachfragen. Deswegen scrolle ich einfach nur kurz auf das Bild vor oder auf die Bilder. Das war damals ein Werbevideo für den Surface Studio, glaube ich, heißt das. Und da war zum Beispiel das neues UI-Element, ja, wo sie eben auf den Bildschirm legen. Ich glaube, das gibt es sogar zu kaufen inzwischen. Legen sie auf den Bildschirm und können sie dann eben die UI komplett neu steuern. Und das ist was speziell so für Designer. Da können sie dann auch so im Raum sich bewegen und drehen. Das ist eben was komplett Neues. Aber im Prinzip ist auch sowas hier, ja, also Controller gehört definitiv eben auch dazu. Oder wenn wir von einem Tablet sprechen, ein Stift. Ja, das ist eigentlich das Gleiche. Auch da haben wir eben so ein interaktives System, was speziell für kreative Prozesse gedacht ist. Genau. Dann gibt es natürlich noch eine andere Sparte. Ich habe das jetzt auch mal kreative Prozesse genannt und da spule ich einmal vor. Das sind Videos, finden Sie auch oder hat man auch auf oder findet man auf Channel 9 oder YouTube gibt es das. Und das war eine College-Tour von Greg Mundy, der war damals Direktor von Microsoft Research. Und das ist das Tool, was wir damals entwickelt hatten. Und das war eben speziell für Wissenschaftler, dass die ihre Forschung da ein bisschen machen können. Und gucken Sie mal, jetzt ist es abgekackt. Mein PowerPoint ist nicht interaktiv. Da warten wir mal einen Moment, ob das gleich wieder geht. Ansonsten haben Sie den Link in den Folien drin, dann gucken Sie sich das da an. Ja, während der kaputt ist, erzähle ich das mal ein bisschen. Was konnte man da machen? Da können Sie im Prinzip wissenschaftliche Modelle zusammenstecken mit UI, mit Skripten, mit einem C-Programm, können im Prinzip so ein Workflow designen und können dann daraus ein Programm starten. Und das ist einfach was, was Sie machen konnten, ohne großartige Programmiererfahrung, ohne Erfahrung in der Anwendungsentwicklung. Und hinten raus ist jetzt für die Demo zum Beispiel ein Simulator von der globalen Klimaerwärmung ausgefallen, der übrigens vor, ich rechne jetzt gerade mal, vor 10 Jahren ungefähr, also wir haben den damals rechnen lassen, gerade für die Ecke, wo ich jetzt gerade wohne, also im Bereich hier zwischen Karlsruhe und Heilbronn. Und genau für unsere Region, vor allem auch die Oberrheinische Tiefebene, wo Karlsruhe ja auch liegt, da wurden eben extreme Dürren in dem Modell hervor oder ausgerechnet. Und das ist das, was wir die letzten 2 Jahre haben. Ja, und da sind halt viele, viele Modelle von Wissenschaftlern reingeflossen, die das gemacht haben. So. Und jetzt gucken wir mal, ich werde jetzt PowerPoint einmal beenden und neu starten. Schlägt das auch vor, das ist doch schön interaktiv. Da weiß er schon, was ich mache. Die Videos finden Sie dann in den Folien. Die Folien lade ich. Ich habe die Folien noch nicht als CC 4.0 Folien, das heißt, ich lade im Moodle hoch. Das heißt, die Studenten bekommen die auf jeden Fall heute noch im Laufe des Tages. Warten kurz, bis PowerPoint neu gestartet ist. Ah, wunderbar. Falsch. Nee, möchte ich nicht speichern. Das sieht schon besser aus. So, schauen wir mal, wo waren wir denn stehen. Beim Video ist es abgestürzt.
So, normalerweise hätten wir eine Pause, aber die Pause können Sie ja nachher einfach vorspielen. Und wie gesagt, wir machen jetzt haben wir 13:39, so ein bisschen vor 14:30 hören wir auf. Das heißt, ich würde jetzt mal schauen, wie weit wir noch kommen. Wir haben eigentlich noch 40 Folien. Wie gesagt, das ist normalerweise ein 5-Stunden-Block. Das ist saulang, ne, für so eine Vorlesung. Das ist online schon ein bisschen besser. Dann, Pause vorbei. Machen wir ein bisschen weiter. Ich meine, für Sie ist es ja einfach, wenn Sie eine Pause brauchen, dann laufen Sie mal kurz zum Kühlschrank oder holen sich einen Kaffee. Ist ja gar kein Thema. Ich kann es ja nicht kontrollieren. So, wichtige Aspekte der Mensch-Maschine-Interaktion. Also laufen so ein paar Dinge rein, die wir uns heute noch anschauen wollen oder in der Einheit anschauen wollen. Und eines der Themen ist eben eine benutzer- und menschzentrierte Entwicklung. Also wenn ich so ein interaktives System entwerfe, dann stelle ich eben den Anwender, den Benutzer wirklich in die Mitte. Man macht sich ein bisschen Ideen über eine interkulturelle Gestaltung. Also ich mache das eben nicht nur für ein Land, ja, oder für eine spezielle Sprache, sondern ich muss mir schon Gedanken machen, wird das übergreifend eingesetzt. Das ist ja quasi heute so aktuell wie noch nie zuvor. Dann auch ganz wichtig, barrierefreie Gestaltung. Also ich möchte natürlich eine Anwendung oder ein System, das ich entwickle, eben auch barrierefrei gestalten, dass ich das eben auch von bestimmten Altersgruppen oder eingeschränkten Nutzergruppen bedienen lassen kann. Da haben wir am Ende eigentlich noch ein sehr schönes Beispiel dazu. Sie arbeiten alle in einem Betrieb, also zumindest die Studenten, die Vorlesung anhören, arbeiten natürlich alle in einem Betrieb. Da spielt Wirtschaftlichkeit immer ein ganz wichtiger Faktor. Also ich kann ja nicht unendlich Geld in so einem System versenken. Ein bisschen als Teaser, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Es ist ohne Probleme möglich, unendlich viel Geld in einem interaktiven System zu versenken. Das geht also. Ich zeige Ihnen auch mal wie. Und ganz wichtig, Sie müssen Kompromisse in der Entwicklung eingehen. Ja, und da schauen wir uns das mal an. Und ich hatte ja schon versprochen, dieses Thema Internationalisierung gegenübergestellt von Localization, also I18N, L10N, das haben Sie alle vielleicht schon mal gehört und ich habe das mal rausgesucht. Und das ist so ein Aspekt, der auch bei interaktiven Systemen mit reinspielt. Ne? Und um das mal so ein bisschen auseinanderzuzerren, weil ich immer wieder gesehen habe, dass es bei den Studierenden da ein bisschen Probleme gibt. Wir haben einmal I18N. Also mal vorweg, das ist normal immer das Quiz in der Vorlesung. Warum heißt das I18N und L10N und T9N und G11N und L12Y? Ja. Und das ist einfach so, es ist immer der erste Buchstabe und der letzte Buchstaben und dann die Zahl der Buchstaben in dem Wort. Ja. Also Internationalization, wenn Sie es abzählen, I 18 Buchstaben und N, Localization L 10 Buchstaben N, ne, Translation T 9 Buchstaben N, das ist einfach zu schreiben. Die oberen beiden sehen Sie, glaube ich, relativ häufig. Die unteren drei, die sehen Sie recht selten, ja, aber auch die sind doch relevant. Also Internationalization, da geht es darum, dass Sie Code so entwickeln, dass Sie unterschiedliche Sprachen unterstützen können. Das ist Internationalisierung. Das ist zum Beispiel, wenn Sie jetzt Code schreiben und anstelle Ihren String direkt in den Code reinzupacken, alles in eine Source-Datei reinschreiben. Ja, das wäre so de facto Standard, wie man das eigentlich machen sollte. Also erste Stufe ist, hey, ich packe alles in Variablen oder Konstanten, aber der saubere Ansatz wäre, ich habe es in eine Ressource-Datei und baue dann danach auch noch ein System ein, dass ich unterschiedliche Ressource-Dateien je nach eingestellter Sprache laden könnte. Ja, dann können Sie auch so ein neues Sprachpaket ausliefern. Das ist Internationalisierung. Aber ich kann trotzdem mein System eben nur auf Deutsch ausliefern. Ja, es ist aber internationalisiert, also Sie haben I18N angewandt. Der andere Aspekt ist die Lokalisierung. Das heißt, da geben Sie dann zum Beispiel diese Ressource-Dateien einem Studio oder so einer Firma, ne, und die machen für Sie die Übersetzung und liefern dann eben die Sprachdateien und Bilddateien oder Grafiken für Englisch, für Französisch, vielleicht für Mandarin, ja, also je nachdem, was Sie eben unterstützen wollen. Und das wäre dann dieser Localization-Prozess, ne, und das bringt man gerne durcheinander. Die Frage kommt gerade, also zwei Fragen, die Sie da gerade stellen. Rechts nach links Sprachen unterstützen. Dass ich diese Unterstützung einbaue, das würde jetzt meines Wissens oder meiner Meinung nach tatsächlich unter I18N bauen, der Support, ja. Aber dass ich dann diese Sprache auch entsprechend einbringe, na, das wäre dann die Lokalisierung.
Und genau, die andere Frage war, bezieht sich das auch nur auf Texte oder auch auf Icons? Also auch auf Icons, vielleicht auch auf Farben. Ja, also auch das sind so Aspekte, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Es gibt ja zum Beispiel unterschiedliche, unterschiedliche Bedeutungen von Farben. Auch Icons können sie nicht überall gleich verwenden. Also die Metaphern, die können kulturell unterschiedlich sein. Und das würde ich eben auch da mit in die Internationalisierung mit reinnehmen, dass sich sowas aus. Das stimmt natürlich auch, dass die Übersetzungsfirma die Software an sich sieht. Ja, das macht durchaus Sinn. Man hat das öfters mal, sie haben das manchmal bei Spielen, ja. Spiele, die komplett ohne Kontext einfach die Sprachdatei übersetzt wurde. Da hat man das manchmal, sie haben das zum Beispiel auch ganz oft bei dem, ich glaube, das nennt sich Interruption Dialog, also wenn sie sprechen und jemand unterbricht sie in der Sprache. Und es gibt ganz viele Spiele, da ist das unheimlich lieblos gemacht, ja. Da sagt Charakter irgendwas, Charakter A irgendwas. Hört dann auf und dann B sagt irgendwas. Es sollte eigentlich sein, als unterbrechen die sich, ja, so im Gespräch, aber es kommt gar nicht so rüber. Es gibt Spiele, da wird das richtig von Schauspielern eingesprochen, da klappt das ganz gut. Und manchmal ist es einfach so, es gibt diese Text oder auch die Sounddateien und die werden einfach synchronisiert und eingespielt und das klingt halt so ein bisschen aneinander geklebt und passt irgendwie gar nicht. Das zählt da alles ein bisschen mit rein. Das ist keine einfache Geschichte. Wenn Sie das i18n am Anfang verpassen, einzubauen, dann wird das recht aufwendig, Ihr System dementsprechend umzusetzen. Fast bei jedem Projekt, wo ich bisher involviert war, war das so, dass Quick and Dirty am Anfang schnell was geschrieben wurde. Und dann man irgendwas so nach einem halben Jahr gemerkt hat, oh, jetzt müssen wir irgendwie andere Sprache, anderer Zeichensatz oder so unterstützen. Und man musste das noch einbauen und dann brauchen sie plötzlich jemanden, der zum Beispiel alle Texte, das war dann meist so ein Studentenjob, wo dann der arme Student alle Texte aus dem Quellcode rausziehen musste in so eine Ressource-Datei. Also versuchen Sie da immer früh dran zu denken, das zählt mit rein. Das Übersetzen, ja, das ist dann eben dieses Translation, das T9N. Das ist dann eigentlich dieser Übersetzungsprozess. Dann haben Sie eben Globalization. Da zählt das alles mit rein, also i18n, l10n und t9n. Wobei da ist es tatsächlich so, da können sich dann auch so diese ganze Bilder und Grafiken etc. noch mit überlegen, dass es in den Prozess mit einfließt. Und dann lesen Sie manchmal auch eben nochmal von diesem Localizability, ne, also L12Y. Das ist dann halt diese Entwicklung von lokalisationsfähigen Produkten. Ja. Da habe ich mal rausgesucht, i18n und l10n, da habe ich die Links. Da finden Sie beim W3C einen guten Artikel. Und jetzt über das L12Y gibt es zum Beispiel bei Mozilla einen sehr guten Artikel. Kann ich Ihnen empfehlen, das zu lesen. Also Internationalisierung, ne, genau, da kommen wir nochmal so drauf zu sprechen, auf die Details. Also Design, Entwicklung mit dem Ziel, die Barriere für Lokalisierung oder internationalen Einsatz zu beseitigen. Ne? Und da kommen halt so Dinge rein, wie sie verwenden Unicode, ja. Sie passen beim Verketten von Zeichenfolgen auf, weil manchmal muss man das eben anders machen oder mit anderen Trennzeichen. Sie versuchen Abhängigkeiten im Code von Zeichenkettenwerten in der Benutzeroberfläche zu vermeiden. Also stellen Sie sich vor, Sie bauen da so ein Case, ein Switch Case, was auf Text reagiert und dieser Text kommt aus der UI, ja, weil sobald das übersetzt ist, würde ihr Code nicht mehr funktionieren. Also man muss sich da was anderes überlegen. Sie bauen Funktionen ein, dass eben die für den Einsatz von der Lokalisierung verwendet werden können. Sie gestalten den Code so, dass er eben lokal, regional, sprachlich und kulturell, ja, unterschiedliche Beziehungen unterstützt. Und da gehört dann zum Beispiel auch dieses Rechts und Links dazu, ja. Also baut man diese Grundvoraussetzung hier rein. Und sie trennen eben Code und Inhalt schön, dass bei einer Änderung der internationalen Einstellung vom Benutzer das entsprechend nachgeladen werden kann. Ne? Also andere Texte, andere Bilder zum Beispiel. Das gehört alles in den Prozess rein. Ja? Und Lokalisierung, wie schon gesagt, das ist dann das Angleichen von einem Produkt, ja, mit dem Ziel, dass eine Sprache oder halt eine andere kulturelle Anforderung vom Zielmarkt entsprochen wird. Und da gehört dann eben rein. Tausche eben oder ich füge die neuen numerische oder Datums-Zeitformate ein, eine andere Währung. Ne? Ich habe dann keine Euro mehr, ich habe vielleicht Dollar, vielleicht wie die Tastatur verwendet wird, andere Tastatur, andere Sonderzeichen.
Vielleicht wird anders verglichen, vielleicht wird anders agiert und da haben wir es, eine Symbole, Zeichen, Farben gehören da rein. Und vielleicht habe ich auch abweichende gesetzliche Bestimmungen, auch das beachte ich dann da und muss unter Umständen Design und Gestalten lassen. Und ich habe ein schönes Beispiel rausgesucht bei meinem ehemaligen Arbeitgeber. Da gibt es eben einen Online-Shop und da gibt es eben einen deutschen Shop und der ist auch international oder lokalisiert für viele europäische Märkte. Aber es gibt ja eben seit ein paar Jahren, wenn man danach sucht, findet man eben auch einen chinesischen Shop und das ist kein Fake-Shop, den gibt es wirklich. Und da sehen Sie die Problematik. Also Sie können fast für alle europäischen Märkte ohne Probleme das linke Design nehmen und können einfach die Texte übersetzen. Ne? Das wird für Deutsch gehen, das wird für Englisch gehen, für Französisch, Italienisch, das wird für Rumänisch gehen, das wird sogar für Bulgarisch gehen, wenn Sie das gegen den kyrillischen Zeichensatz auswechseln. Aber Sie werden das Design, das Layout nicht ohne Probleme in eine asiatische Sprache übersetzen können. Ne? Da wird was anderes von der Webseite erwartet. Da haben Sie ein anderes Layout, da möchten Sie, Sie haben nicht nur andere Zahlenwerte, sie haben halt auch eine ganz andere Schrift, eine ganz andere Bedeutung. Icons werden anders verwendet, Farben werden anders verwendet. Und dann ist es bei sowas manchmal einfacher, sie stellen so ein Parallelprodukt ein, nochmal hin. Ja, und das, soweit ich weiß, wurde das in dem Fall auch gemacht. Also es wurde hier nicht der originale Shop lokalisiert, sie haben da einfach nochmal einen speziellen Shop, über den man das macht, der auch dann die lokalen Gegebenheiten besser beinhaltet. Das ist bei einer Webseite, können Sie das noch in Anführungsstrichen relativ einfach machen. Wenn Sie ein Standalone-Produkt, stellen Sie sich mal so eine Steuersoftware vor, da geht das natürlich gar nicht. Da haben Sie ein ganz anderes Thema. Ja. Wir hatten noch Barrierefreiheit angesprochen und da habe ich ein sehr schönes Beispiel, was ich immer wieder gern verwende. Sie haben für Webseiten im öffentlichen Bereich, bei der öffentlichen Hand, gibt es etwas, das ist erforderlich. Und zwar, Sie haben immer die Möglichkeit, auf leichte Sprache umzustellen. Ne? Und das ist eine Art von Barrierefreiheit. Sie haben links diesen typisch deutschen Text, der auch gar nicht so einfach zu verstehen ist, weil da sehr viele Worte sind und auch sehr lustig aneinandergereiht. Und da tut man sich sogar schwer, wenn man das Zeug versteht. Und auf der anderen Seite können Sie es dann eben über die Einstellungen umstellen. Das sieht man hier links unten unter leichte Sprache. Da, es gibt sogar Gebärdensprache, aber leichte Sprache sind eben sowas. Ne? Zum Beispiel, was macht das BSI in leichter Sprache? Information in leichter Sprache. Ja? An der Stelle finden Sie Informationen in leichter Sprache. Jeder Mensch kann Texte in leichter Sprache besser verstehen. Ne? Jeder Mensch. Ne? Leichte Sprache ist besonders wichtig für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Leichte Sprache ist auch gut für alle anderen Menschen. Zum Beispiel für Menschen, die nicht so gut lesen können. Oder für Menschen, die nicht so gut Deutsch können. Wir stellen uns vor, ne? Hier finden Sie Informationen zu unseren Aufgaben. Das ist einfach viel einfacher, viel verständlicher. Da gibt es auch noch einen schönen Hinweis. Es gibt auch Nachrichten in leichter Sprache beim Deutschlandfunk. Also man tendiert dazu, die Sprache zu verkomplizieren. Das ist, also wenn Sie mal einer Autorentätigkeit nachkommen und dann durch ein Lektorat durch müssen, dann lernt man erstmal, wie viele Sätze, redigiert werden, die einfacher gemacht werden. Keine Zwischensätze, keine eingeschobenen Sätze in eingeschobene Sätze in eingeschobene Sätze, weniger Kommas etc. Also die Sätze sollen viel einfacher und kürzer gebaut werden. Es klingt natürlich nicht mehr so eloquent, ne, wenn Sie dann das in einfacher Sprache schreiben. Aber wenn es eben darum geht, die Informationen zu vermitteln, ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit zu machen. Sie haben natürlich auch Kompromisse in der Entwicklung. Und einer dieser Kompromisse, den habe ich mal rausgesucht, am Beispiel von macOS vom Startmenü. Das ist hier diese Iconleiste, die Sie hier rechts sehen. Und in der Doku finden Sie, das rechte Ende der Menüleiste enthält sogenannte Statusmenüs, die durch Symbole dargestellt werden. Diese Menüs zeigen den Status Ihres Mac an oder bieten einen schnellen Zugriff auf bestimmte Features. So können Sie beispielsweise schnell WLAN oder Bluetooth aktivieren oder deaktivieren. Und dann habe ich mal exemplarisch ein Beispiel rausgesucht für cloud-basierte Storage-Systeme. Sie sehen da ein Wölkchen und die das Symbol kennen, die werden da relativ schnell erkennen, was es ist. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das laufen hatte, hatte ich folgende Systeme da drauf. Microsoft OneDrive, Nextcloud, Dropbox, Apple iCloud, Microsoft OneDrive Business
OwnCloud und Amazon Drive. Ich hatte die ohne Witz alle auf dem Mac installiert. Und sie sind nicht mehr schnell, wenn sie den Cloud-Storage-Dienst wechseln wollen damit oder überhaupt auswählen wollen. Ne? Sie sind erstmal am Überlegen, welche Wolke war das jetzt? Ne? Sie haben doppelte Wolken, einfache Wolken, ausgefüllte Wolken, Wolken mit einem Rand, Wolken ohne einen Rand. Dann haben sie eben die doppelte Wolke mit dem weißen Rand und eine weiße Wolke mit einem schwarzen Rand. Das ist auch in doppelter Ausführung. Ja? Das heißt, sie müssen diese Symbole kennen. Ne? Also wenn ich das jemand gebe, der sieht da zwar die Wolke, inzwischen ist es eine Metapher, man versteht, ah, das dürfte Cloud sein, ja, irgendwas mit Cloud, ja, wo ich vielleicht Dateien hinkopieren kann, aber ihnen ist vielleicht nicht intuitiv klar, welches System dahinter steht. Das heißt, alle Benutzer, die müssen das gleiche Verständnis für so ein Symbol haben. Und ein anderes Beispiel dafür ist die Diskette. Ja, also kein Mensch speichert heute mehr irgendwas auf einer Diskette ab. Und trotzdem haben sie in Systemen wie hier in PowerPoint da oben ein Speichersymbol. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen klein, aber da oben ist eine Diskette als Speichersymbol. Es gab ein Jahr lang, wo Office dieses Diskettensymbol durch was anderes ersetzt hatte. Und das war maximal verwirrend für die Anwender, die dann immer falsch geklickt haben, weil die auf das Symbol geklickt haben für den Start, ja? Also wo sie dann ein ähnliches Icon im Prinzip hatten. Also das ist ein Beispiel für solche Kompromisse, die sie eingehen müssen. Ich weiß gar nicht mehr, wie hatte ich das denn? War das so okay? Doch, so müsste okay sein. So. Also, das waren die Kompromisse in der Entwicklung. Was haben wir da noch? Kompromisse in der Entwicklung? Usability Engineering, genau. Und zwar, da geht es um die systematischen, ingenieurmäßiges oder um das ingenieurmäßige Vorgehen zur Entwicklung gut benutzbarer Computersysteme. Und da gehen sie hin und beschreiben ein System aus der Benutzersicht. Das lernen wir später noch, ne, was da alles dafür notwendig ist. Sie gehen hin, machen eine systematische Beobachtung und Analyse ihrer Benutzer. Und das ist eben ein stark iterativer Vorgang. Das heißt, man macht irgendwas, man gibt es Benutzern, man muss schauen, können die damit arbeiten. Dann drehen sie nochmal eine Schleife, nochmal eine Schleife, nochmal eine Schleife, bis es endlich passt. Das ist auch ein sehr anstrengender Prozess für die, die so ein System entwickeln. Sie haben da Usability-Ziele mit drin, mit diesem Usability-Engineering. Und sie möchten eigentlich eine zulässige Fehlerrate bei spezifischen Funktionen erreichen. Also, dass man zum Beispiel von 100 Mal nur zweimal falsch klickt. Ja, das wäre so ein Ziel, das sie sich setzen könnten. Was sie auch versuchen, ist, dass sie die benötigte Einarbeitungszeit minimieren. Na, da denken sie immer an die Spiele. Na, kurz ein Tutorial, wenn überhaupt durchgespielt, dann können sie loszocken. Kein Mensch würde heute ein Spiel spielen, wo sie erstmal 400 Seiten Handbuch lesen müssen. Und natürlich Effizienz bei der Benutzung. Das heißt, das, was ich reinstecke, das möglichst gut oder dass ich die Zeit möglichst gut verwende. Wir werden später auch nochmal effektiv und effizient dafür voneinander ab. Ja, dass Sie dieses Usability Engineering auch ein bisschen mit Software Engineering vergleichen können. Sie hatten ja schon Software Engineering Kurse. Sie haben im Usability eine iterative Entwicklung. Im Software Engineering ganz, ganz klassisch haben Sie klare getrennte Phasen, wenn Sie ein klassisches Projektmanagement haben. Im Agilen haben sie natürlich auch hier eine iterative Entwicklung. Allerdings ist diese iterative Entwicklung ja eher, zum Beispiel wenn sie zum Beispiel Scrum oder Kanban haben, was die Priorisierung angeht, nicht was die Features angeht. Sie gehen auch in einem Scrum-Prozess nicht hin und überarbeiten den Code wieder und wieder und wieder. Ja, sondern sie haben ein Ticket, das wurde jetzt eingeplant, sie haben es abgeschlossen und dann sind sie erstmal damit fertig und dann gibt es eine neue Anforderung. Der iterative Prozess ist an der Stelle eher dann zum Beispiel von der Product Owner Sicht, der vielleicht ein Feature überarbeitet haben muss. Aber das Spiel oder möchte. Da spielen die beiden aber auch vielleicht sich Hand in Hand, weil wenn es eben um die UI geht, haben sie dieses Usability Engineering, was eben dann in die Entwicklung rein. Dann haben sie im Usability Engineering Zyklen aus Analyse, Spezifikation, Prototyping und Evaluierung. Und sehr klassisch auch wieder im Software Engineering. Sie gehen doch eher hin, haben eine Analyse, was sie brauchen, spezifizieren das vor dem Beginn der Implementierung und dann, selbst wenn das in einem agilen Prozess ist, sie wissen ja schon, was sie da implementieren wollen. Der Product Owner sollte bei einer Story nicht hingehen. Es gibt ja bestimmte Regeln, zum Beispiel Invest, ja, ist das also ein Akronym, wie ein Ticket aufgebaut sein sollte.
Und sie gehen dann hin und sagen, oh, ich hätte gerne da ein Feature, aber ich weiß noch nicht, wie das aussieht. Implementier das mal und wir gucken nächste Woche, wie das im Review ankam. Also es sollte so nicht sein, ja. Dann haben sie also tatsächlich diese schrittweise Verfeinerung, ne, von ihrem System. Und im klassischen Software Engineering ist es dann doch eher so dieses Do it right the first time, das ist diese Drift-Abkürzung, wenn sie das schon mal gehört. Dann haben sie im Usability Engineering doch eher häufig informelle Methoden und im Software Engineering, selbst wenn es agile Methoden sind, sie haben eine formale Methode, die irgendwo hingeschrieben ist, wie sie abläuft. Und dann schauen wir uns nochmal an, was denn User Experience eigentlich bedeutet, um das abzurunden. Der Begriff User Experience beschreibt alle Aspekte, also wirklich alle Aspekte, die Erfahrung eines Nutzers oder einer Nutzergruppe bei der Interaktion mit einem interaktiven Produkt, Dienst, einer Umgebung oder Einrichtung. Dazu zählen auch Software- und IT-Systeme. Einige Definitionen beziehen die Nutzererfahrung auch auf den Gesamteindruck im Zusammenspiel mit dem Kontext, in dem das System genutzt wird. Also nicht nur die Software selbst, sondern dieser Gesamtkontext. Jetzt ist es so, es existieren eine Vielzahl an Definitionen für User Experience. Ich habe Ihnen den Satz wirklich mal so hingeschrieben, weil das eine ist, erlebte User Experience, die kann sowohl gut oder schlecht sein. Ich denke, Sie kennen alle schlechte User Experience. Ja. Und wenn Sie sich jetzt mal dafür interessieren, wie das definiert werden kann, dann finden Sie unter der Referenz, die im Anhang drin steht, da finden Sie tatsächlich eine Liste an Definitionen von User Experience, die auch teilweise voneinander abweichen. Also da gibt es Dutzende Definitionen dafür. Also da merken Sie schon, wie spannend das Thema eigentlich ist. Und wir hatten ja noch Benutzerfreundlichkeit angesprochen. Und da vier Punkte, die da reinspielen. Das eine ist Effektivität, da kommt jetzt die angesprochene Abgrenzung. Effektiv bedeutet, Sie können als Anwender Ihre Aufgabe erledigen. Ne? Ich möchte einen Text schreiben, dann ist ein Notepad effektiv. Ich möchte einen Text schreiben, dann ist ein Word auch effektiv. Ja, dann, das ist okay. Effizient heißt es, wenn ich das mit minimalem Aufwand erledigen kann. Das heißt, ich möchte einen Brief schreiben, dann kann ich das mit einem Word recht gut machen. Aber Sie hatten das vorhin mal im Chat genannt, Word. Wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte einen Brief mit Notepad schreiben, dann ist es nicht ganz so effizient, ja, weil mir vielleicht die ganze Formatierung, Einrückung, Briefkopf etc. fehlt. Ich habe vielleicht auch keine Vorlage. Vielleicht kann ich aber so ein Notepad Plus-Plus nehmen und mir das entsprechend konfigurieren, dass ich auf einen Mausklick eine Briefvorlage hätte, dann wäre das wieder effizient. Dann spielt bei Benutzerfreundlichkeit die Zufriedenheit rein. Das heißt, das Arbeiten mit der Software, das soll nicht langweilig werden. Es soll aber auch keinen Stress auslösen und es soll nicht als störend empfunden werden. Ja, das heißt, wenn Sie mit der Software arbeiten, Sie wollen das gar nicht, aber es ist total nervig. Ja, das möchten Sie nicht. Und eigentlich sollte für eine gute Benutzerfreundlichkeit es eine angenehme Erfahrung für Sie sein. Also die Nutzung von der Software sollte eigentlich attraktiv sein, soll aber trotzdem ein bisschen herausfordernd sein. Ne? Wir lernen später noch die Jörgs-Dotzen-Gesetz kennen. Das ist so eine Aufmerksamkeitskurve, wo Sie etwas als sehr angenehm empfinden und auch Ihre Aufmerksamkeit darauf hängen bleibt. Ne? Und das funktioniert nur, wenn es ein bisschen herausfordernd ist. Ja? Wenn das total öde und langweilig ist, dann zappen Sie weg. Das ist wie im Fernsehen. Und dann schaltet Ihr Kopf halt aus. Und tatsächlich Ladebalken, weil es gefragt wird, sind langweilig. Deswegen gibt es auch zum Beispiel, wir kommen da später noch drauf zu sprechen. Ich habe einen Screenshot von einer Style Guide von der Xbox und da ist mal schon drin definiert, was auf einem Ladebildschirm sein darf. Ja, also da darf genau ein Element drauf sein, was sich bewegt, also der Ladebalken oder irgendwas anderes, was sich bewegt. Oder früher war das so in der ersten Version, aber nicht mehr, weil nicht mehr dann zu viel lenkt ab, zu wenig ist zu langweilig. Also das ist ein ganz schmaler Grat, ja. Und eben nur wenn Sie das richtig treffen, empfinden Sie diese Erfahrung als angenehm. Und das kann man ganz oft als Programmierer selbst gar nicht beurteilen. Das ist gar nicht so einfach, die Geschichte. So, das zu dem Teil. Und dann machen wir direkt weiter mit der Kommunikation. Kommt noch eine Frage, gab es nicht mal ein Patent auf Ladebalkenspiele? Ich weiß es nicht, kann ich Ihnen gar nicht beantworten. So was gab.
Ein bisschen formaler, was ich noch habe oder dabei habe, ist Kommunikation. Und Kommunikation spielt eben bei interaktiven Systemen auch eine wichtige Rolle. Und da schauen wir uns mal kurz an, wie Mensch-zu-Mensch-Kommunikation ausschaut. Das ist der Prozess, wie Informationen zwischen einem Sender und mehreren Empfängern, also einem oder mehreren Empfängern, übertragen werden. Und dieser Prozess, der kann halt visuell sein, über Schrift, ja, oder über Bilder und Gesten. Das kann akustisch sein, durch Sprache und Töne. Das ist dann verbal und nonverbal. Und es kann aber auch taktil sein, ja, Berührung oder Bewegung. Sie klopfen jemand auf die Schulter, nee, die Zeit ohne hoffentlich nicht, aber sie klopfen jemand auf die Schulter. Und das ist halt dann auch eine Informationsübertragung, zum Beispiel eine Bestätigung, ja, die sie darüber schicken. Und dann gibt es halt auch Medien, die für die Darstellung von Informationen genutzt werden können. Und das ist im Visuellen dann Bilder und Schrift. Ja. Im Akustischen ist es was Verbales oder Nonverbales, also was sie sprechen. Oder es kann aber halt auch Musik sein, dann ist es nicht, oder Töne, dann ist es nonverbal. Dann kann es eingeschränkt verbal sein, also sowas wie eine Schrift, ja, mit einer Tastatur eingegeben. Aber es kann auch deuten sein, also mit einer Maus, einem Stift oder einem Finger, also mit einem Touch-Display irgendwo hinzeigen. Ja. Das sind dann die Medien, die es für die Darstellung von der Information verwenden. Einfach, dass sie da ein Gefühl dafür bekommen, was damit reinsteht. Und dann ist es so, es gibt halt einen Kommunikationsprozess und wir Menschen verhalten uns da sehr durch unsere Evolution und unsere Erziehung geprägt. Und das kennen Sie wahrscheinlich halt auch. Ja. Das eine ist, wenn ein System sich nicht natürlich verhält, ja, dann führt das bei Ihnen zu einer Irritation bis hin zu einer Frustration oder gar einer Aggressivität. Das heißt, Sie möchten eigentlich, dass das System irgendwas macht. Ja. Sie klicken dahin und der Rechner soll irgendwas machen. Aber er macht irgendwas anderes. Er defragmentiert die Festplatte. Früher war das so ein großes Ding. Ja. Der Rechner hat blockiert. Da sage ich immer, als Benutzer, wenn ich wohin klicke, dann möchte ich, dass die Maschine diese komplette, also die Maschine soll doch ihre volle Aufmerksamkeit auf mich richten als Benutzer und nicht irgendwas anderes machen. Die soll jetzt weder nach Viren scannen, die soll jetzt keine Festplatte defragmentieren, soll keine Primzahlen. Die Maschine soll das machen, wo ich jetzt hinklicke, ja, und nicht wie vorhin diesen Spinning Donut da abliefern. Ja, so, jetzt warte mal, ich mache irgendwas, ja. Nein, wenn ich davor sitze und hinklicke oder eine Taste drücke, ich möchte die volle Aufmerksamkeit. Emotionen spielen da eine ganz große Rolle in der Kommunikation. Ne? Das, also, wenn ich dann genervt bin, ne, dann möchte ich halt, dass mein Gegenüber anders reagiert, wenn ich ja entspannt bin. Auf der anderen Seite entsteht eben auch durch schlechte Kommunikation entsprechend viel Emotionen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt: Der Mensch erwartet ganz, ganz unterbewusst von der Maschine, dass sie sich wie ein Mensch in der Kommunikation verhält. Das haben sie vielleicht auch das eine oder andere schon mal gesehen. Die Herausforderung in dieser ganzen Mensch-Computer-Interaktion ist eigentlich, dass wir versuchen müssen, eine Brücke zwischen Menschen und dem Computer zu bilden. Ja? Das heißt, ich muss es schaffen, die Interaktion mit der Kiste so gestalten, dass ich als Anwender zufrieden bin. Ja, wir sind in den letzten 10 Jahren da unheimlich gut geworden da drin, aber da ist noch sehr viel Potenzial nach oben. Also jeder von Ihnen, der sowas wie Google, Alexa oder Siri verwendet, der kennt diesen Frust, wenn sich das System nicht so verhält, wie Sie es gerne hätten. Und wir haben noch den Punkt Bedeutung interaktiver Systeme. Ja. IT ist ja allgemein, ne, wie sagt man so schön auf Neudeutsch, ein Enabler. Das heißt, sie haben Stand heute einfach mehr Anwender durch eingebettete Systeme, wenn wir eben über interaktive Systeme sprechen, eine Waschmaschine etc. Jeder verwendet so ein Ding. Je seltener sie so ein System benutzen, desto wichtiger ist der Lernaufwand, den sie reinstecken müssen. Das heißt, je weniger ich das System benutze, oder je seltener, desto geringer sollte der Lernaufwand sein, dass es eben ein erfolgreiches System wird. Wenn ich jedes Mal für 5 Minuten Benutzung 10 Minuten Handbuch lesen muss, dann funktioniert das nicht. Das kennen Sie wahrscheinlich von Systemen, die so nur über Menüs bedient werden. Ja, ich muss einmal im Jahr, wenn ich, oder zweimal im Jahr, wenn ich die Reifen wechsle, muss ich bei mir im Auto den Reifendruck oder die Überwachung zurücksetzen. Die Bedienführung, die ist da. Ist da schrecklich. Ja? Und eigentlich dauert dieses Zurücksetzen fast so lang, wie der Reifen wechselt. Weil sie sich da durch die Menüs durchklicken müssen. Ja? Das heißt, sie haben eigentlich einen recht hohen Lernaufwand, um sich die Menüs immer zu merken. Dann ist es so, bei sicherheitskritischen Anwendungen, wenn man Prozesse überwacht, ist so ein Beispiel, da sind die wichtig oder relevant. Dann ist es so,
die interaktiven Systeme sind heute bedeutender, weil sie haben es immer mehr in der privaten Nutzung. Ja? Das heißt, alles, was Richtung Consumer Electronics geht, das sind einfach Stand heute interaktive Systeme. Handbücher, ne, das hatten wir jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen. Ich brauche die möglichst nicht. Ja? Ich habe nur noch so ein Leaflet, wenn überhaupt, oder das System erklärt sich von selbst. Das ist sehr wichtig für so ein System. Dann ist es so, ich habe Stand heute eben besondere Benutzergruppen, mehr Kinder oder ältere Menschen. Ich habe immer mehr so Unterhaltungselektronik, die auf Kinder zugeschnitten sind. Und die heutigen Systeme sind aber auch von Kindern sehr gut. Und dann sind natürlich interaktive Systeme, und das ist ein Riesenbereich. Ne? Alles, was webbasiert ist, Stand heute ein riesiges interaktives Moloch. Und natürlich mobile Systeme, alles, was mit Handy, Tablet etc. zu tun hat. Das ist Stand heute eine ganz besondere Herausforderung. Der Anteil von Benutzungsschnittstellen, wie Sie mit einem System interagieren, der wächst heute immer weiter. Ja, und der Schulungsaufwand ist von der Schnittstelle abhängig. Vorhin im Chat, da wurde mal ein größeres kommerzielles System gestellt. Und das ist so ein schönes Beispiel. Ja, da müssen Sie halt sehr viel lernen, um so ein System zu. Weil das auch gerade noch gefragt wird, off-topic, wenn es Aussetzer gerade im Audio gibt. Wir hatten das schon ein paar Mal. Vielleicht einmal den Stream resetten. Vielleicht hängt das da gerade dran. Das hilft manchmal. Also den Stream refreshen, dann klappt das wieder. Was haben wir denn noch? Genau, interaktive Systeme sind nicht selten über oder für den beruflichen Erfolg von jemand ausschlaggebend. Ja? Also haben Sie ein gutes System, können Sie beruflich erfolgreicher sein, haben Sie ein shitty System, ja, auf Deutsch gesagt, dann haben sie ja eher ein Problem, erfolgreich zu sein. Dann wird halt so Nutzungskontext von Software, der wird immer breiter. Da spielt so dieses ganze IoT-System mit rein. Denken Sie einfach mal dran, ne, wenn Sie heute von, ich nehme als Beispiel Philips mit der Lampensteuerung, wenn Sie das haben, dann wäre das vielleicht ganz spannend. Oder dann ist das ganz relevant. Jetzt muss ich einmal ganz kurz eine Kleinigkeit machen. Ich bin gleich wieder da. So, ich hatte ja schon mal angekündigt, ich muss ja manchmal wegen den Kids kurz Notdienst machen. So, jetzt sollte der Ton auch wieder besser sein. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, IoT. Also ne, Software wird immer relevanter. Denken Sie eben so an was wie Hue oder irgendwas anderes. Oder ich habe hier so von Razer, habe ich ein RGB-Mauspad liegen und wird ja auch über die Software dann gesteuert. Was haben wir noch? Interaktive Systeme sind Alltagsgegenständen vorhanden, ganz klar, ne, überall angefangen vom Handy, Smartwatch, also sie haben überall so Dinge heute drin, ne, Videorekorder gibt es ja gar nicht mehr, was weiß ich, ihr Fernseher, wo ja Stand heute eine 4-Core-CPU drin ist oder so Geschichten, ja, das ist ja alles interaktiv. Sie haben das eigentlich überall, also in allen möglichen Domänen drin, Automation, Robotik, Automotive, Consumer Electronics, da kommen sie eigentlich gar nicht mehr raus. Ja. Ganz wichtig, so Systeme müssen halt immer den Nutzungskontext beachten. Also wo wird eigentlich so ein System eingesetzt? Ist es sicherheitskritisch? Ist es Consumer-Elektronik? Genau. Ich will da gar nicht so drauf eingehen, aber das ist relevant. Es gibt, das lade ich Ihnen auch in das Moodle hoch, es gibt zum Beispiel eine Arbeitsstättenverordnung, einen Gesetzestext für die Anforderungen und Maßnahmen für Arbeitsstätten. Und da drin wird zum Beispiel geregelt, wie so ein interaktives System auch auszusehen hat, also auch gesetzlich ist es definiert und hat halt auch eine entsprechende Relevanz. Es gibt eine ISO-Norm, die ISO 9241 Teil 11, der beschäftigt sich insbesondere mit der Interaktion zwischen Mensch und Computer. Ne, da geht Teil 11 beschäftigt sich über die Gebrauchstauglichkeit und da sind ein paar Leitkriterien drin, eben sowas wie die Effektivität. Das heißt, ich muss eine Aufgabe vollständig und korrekt ausführen können.
Die Effizienz ist dann eben, dass der eingesetzte Aufwand im Verhältnis zur Effektivität möglichst wenig Aufwand erfordert. Na, das ist dieser Unterschied, den wir vorhin auch schon mal hatten. Und Zufriedenstellung, dass sie möglichst wenig negative Erfahrungen während der Nutzung erfahren. Und das ist auch wieder sehr spannend. Man spricht ja nie von keine negativen Erfahrungen, sondern möglichst wenig. Ja. Und ich habe noch ein Beispiel, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Und das ist ein Röntgengerät, der Terag 25. Wie relevant sowas auch ist, ja. Und zwar war das so, dass der Terag 25 war eine Fortsetzung von der Version 23 von der kanadischen Firma Atomic Energy of Canada Life. Und das war eben ein Röntgenstrahlengerät, das hat Elektronenstrahlen verwendet. Und was das Modell gegenüber dem 23er hatte, war eine verbesserte Benutzerführung, was eigentlich eine ganz tolle Geschichte ist. Jetzt ist es leider so, dass nachdem das Gerät eingeführt wurde, in den USA, in Georgia, gab es zum Beispiel am 3. Juni 85 einen Vorfall, da hat eine Patientin eine Dosis von 15.000 bis 20.000 Rad bekommen. Normalerweise haben sie 200 Rad als Dosis, die verabreicht wird. Das Problem bei ihr war dann, dass wohl danach Arm und Schulter nach der Behandlung nicht mehr zu gebrauchen waren und auch die Brüste entfernt werden mussten. Dann war das in Kanada, gab es einen Vorfall, da hat eine Frau eine Strahlendosis erhalten im Nacken, die war dann zwischen 13.000 und 17.000 Rad und die ist dann im 3. November aus dem gleichen Jahr noch an Krebs gestorben. Und diese Liste ist fortsetzbar, da gab es sehr viele Punkte, die aufgetreten sind. Na, was hat das jetzt mit interaktiven Systemen zu tun? Einfach, dass sie ein Gefühl für die Bedeutung von sowas bekommen, was ist da passiert? Korrekturen an der Magneteinstellung in dem Gerät im Behandlungsraum, die wurden bei wiederholter Eingabe für 8 Sekunden nicht angenommen. Das hat bedeutet, sie haben eine falsche Anzeige der Behandlungsart gehabt. Und durch diese unklare Benutzerführung wurde dann einfach mehrfach auf das Gerät, ups, jetzt ist das gerade kaputt gegangen, wurde mehrfach auf das Gerät gedrückt. Haben wir diese ganze Dramatik, ja, kaputt. Okay, das heißt, sie haben einfach eine wiederholte Bestrahlung da drin gehabt. Und das Problem war tatsächlich, dass sie diesen Fehler erst nach mühsamer Kleinarbeit rekonstruieren konnten. Und das ist ein Klassiker, wenn es um Fehler im Software Engineering oder allgemein bei solchen Systemen geht. Ja. Die Behandlung wurde natürlich daraufhin eingestellt, aber sie mussten erstmal das rekonstruieren, was da überhaupt passiert ist. Ne. Und da konnten die Bediener von den Geräten überhaupt nichts dafür, weil die haben ja nicht gesehen, dass das System blockiert hat und haben halt nochmal drauf gedrückt. Und dann wurde halt eine erhöhte Dosis haben. Und da sehen Sie, wie wichtig das ist, dass man solche Systeme auch sehr sorgfältig und sauber designt und entwirft. Ja. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, allerdings nicht mehr ganz so dramatisch, sprechen wir ein bisschen über Probleme von interaktiven Systemen. Und da habe ich einfach ein paar Beispiele mitgebracht, die wir da noch kurz durchgehen können. Vielleicht kennen Sie WCAT als Kommandozeilentool, mit dem können Sie ganz toll auf der Kommandozeile Daten via HTTP runterladen. Ne? Das ist ein super Ding. Ich benutze das in sehr vielen Skripten und man hat sich mal hingesetzt und hat eine WCAT GUI geschrieben. Und das ist jetzt so im Prinzip ein interaktives System. Und da hat man alles das umgesetzt, was auf der Kommandozeile auch geht. Und da kriegen Sie vielleicht schon so ein Gefühl dafür, wo jetzt das Problem bei dieser Interaktivität liegt. Ne? Also wo man da jetzt eigentlich vielleicht hindrücken sollte oder was man eigentlich. Das ist nicht mehr ganz so offensichtlich. Dann habe ich mal das als Beispiel gefunden, als interaktive Darstellung von Microsoft Word. Das da unten ist der Bereich, wo Sie noch Text reinschreiben können. Das passiert, wenn Sie alle Standard-Toolbars früher eingeblendet haben. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, welche Version das ist, die da verwendet wurde. Also da sehen Sie schon so effektiv, Effizienz, wo drücke ich hin, etc. Das ist so, das ist gar nicht ohne, wenn man sowas hat. Deswegen wurde auch die UI ja irgendwann mal komplett überarbeitet. Man hat dann natürlich eine neue Version rausgebracht und die wurde natürlich nicht besser. Ja, das hat dann so ausgesehen. Aktuell ist der Bereich da unten in der Mitte das, wo Sie noch Text reinschreiben können. Ne? Da habe ich den Screenshot mal. Wenn man dann weitergeht, ist es so, nicht nur Word hatte so Probleme. Ne? Sie können auch beliebig viele Toolbars in einem Firefox, ne, 1.5 damals einblenden, wo die Webseite, auf der Sie gebraucht haben, ja auch nicht mehr ganz so groß war. Also Sie merken schon das Gefühl, gerade bei Software, wie schnell man das eigentlich verhunzen kann, wie so ein System funktioniert und ob das dann gut oder schlecht funktioniert. Ja? Also allgemein die Probleme, das ist halt ein hoher Einarbeitungsaufwand bei so Systemen, das kann ein Problem darstellen.
unnötige Kompliziertheit. Ja, also wenn Sie jetzt sagen, es geht über die Komplexität des Anwendungsgebietes hinaus, wenn Sie den Unterschied zwischen komplex und kompliziert nochmal wissen wollen, dann gucken Sie bei mir auf dem YouTube-Kanal einmal nach. Da habe ich ein Video drauf, wo genau das besprochen lässt. Und weil Sie es gerade nennen, was passiert bei zu vielen Freiheiten? Das haben wir ganz am Ende, diese Problematik, wenn Sie Adaptierbarkeit von Systemen oder Anpassung von Systemen oder Konfiguration von Systemen zulassen. Das ist übrigens eines dieser Fässer ohne Boden, ne, bei Mensch-Computer-Interaktion. Dann ist natürlich auch so, wenn Systeme gegen die gewohnte oder gewünschte Arbeitsweise funktionieren, das ist ein Riesenproblem. Also sie wollen was machen und müssen das System anders bedienen. Ja? Das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel. Vim oder VI ist eigentlich ein ganz toller Editor, aber meine gewohnte Arbeitsweise ist, ich mache einen Editor auf und fange an zu tippen. Und bei VI muss ich halt erstmal I tippen, ja? dass ich für Insert, dass ich was schreiben kann. Und da passiert es bei mir ganz oft, dass ich eben VI aufmache, ich fange an zu tippen, editieren, bis dann wirklich erst bei dem ersten I, was ich gedrückt habe, was passiert. Und ich habe es gar nicht so mitbekommen an der Stelle. Ja, weil das gegen meine gewohnte Arbeitsweise eben konträr ist. Dann auch ein Problem, wenn Sie Vorgänge in sinnlose Teile aufteilen und wenn Sie eben psychische Beeinträchtigung verursachen, also na, Stress durch das Bedienen, oh, könnte jetzt immer abstürzen, ja, oder Sie haben das Gefühl, Sie haben das System nicht im Griff, na, wenn ich da hinklicke, ich weiß, was passiert. Was denken Sie, was für Stress ich hatte am Anfang beim Streamen, wo ich OBS bedient habe, weil Sie wissen gar nicht, wo Sie überhaupt hinklicken sollen. Ja? Da haben Sie das System nicht im Griff. Nach einem Jahr lang Streamen unter Corona-Bedingungen, da sind Sie da entsprechend relaxed. Ja? Oder wenn Sie zum Beispiel jetzt in der Firma sitzen und ganz monoton auf dem System rumhämmern müssen. So, so ein Problem habe ich da einmal, das ist eine Scan-Software, die ich selbst im Einsatz hatte für mein DeskJet 3700. Da ist es so, wenn Sie mehrere Seiten scannen müssen, dann klicken Sie links unten auf das Plus hinzufügen und rechts oben auf Scannen. Ja? Und die nächste Seite muss ich links unten wieder auf Plus drücken, um dann rechts oben zu scannen. Und für die nächste Seite klicke ich wieder links unten auf Hinzufügen und dann rechts oben auf Scannen zu drücken. Da haben Sie das einfach auseinander. Also ne, macht das Plus braucht kein Mensch. Ja? Sie drücken einfach da oben auf das Scannen für die nächste Seite. Das wäre eigentlich der Arbeitsfluss. Da wurde künstlich dieser Arbeitsfluss in zwei Teile. So ein paar andere Probleme, die es gibt, ist, wenn Sie von wenig Experten abhängen, die so ein System beherrschen, ja, dann ist es einfach zu kompliziert. Es ist so, dass Probleme bei so interaktiven Systemen schnell zum Imageproblem für das betroffene Unternehmen werden, ne, dass Sie zum Beispiel die Software oder die Hardware nicht mehr verkaufen können. Wenn Sie einen Online-Shop haben, kann ja so ein Problem auch dazu führen, dass Ihre Kunden einen Mangel an Vertrauen haben und vielleicht auch gar nichts mehr einkaufen. Das heißt, Sie haben plötzlich einen Umsatz. Umsatzeinbußen. Da stellen Sie sich mal vor, die Amazon-Webseite würde permanent irgendwie beim Einkaufen Fehler werfen. Ne? Da würden Sie nicht lange mehr bei Amazon einkaufen. Also ich nehme jetzt Amazon als Beispiel, weil es halt ein Riesenhändler ist. Ja? Das heißt, das ist wichtig, dass so ein System gut funktioniert. Webseiten verlieren Besucher, wenn sie es nicht schaffen, Informationen an den Mann zu bringen. Ja? Also dass die müssen prominent dastehen, auffindbar sein. Wenn sie sich da immer durchklicken müssen, dann kommen die Leute irgendwann nicht mehr auf die Webseite. Und es ist halt so, dass es für ein Unternehmen auch eine Fehlinvestition sein. Ne? Auf Seiten von den Anwendern wird halt vielleicht nicht die angestrebte Entlastung erreicht, ja? Sondern sie haben dann also auch nicht die Qualitätsverbesserung oder die Verbesserung im Prozess. Ne? Sie haben plötzlich eine Verschlechterung oder einfach die Verbesserung oder die Kostenersparnis wird gar nicht. Das kann halt für ein Unternehmen dann auch ein Problem darstellen. Das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Sie haben es schon gesehen, ne? So Klassiker, unübersichtlich gestaltete Webseiten, unverständliche Menüeinträge, Warnungen, Fehlernachrichten, das kennen Sie alle, ja. Unzumutbare kleine Schriftgrößen, ganz viele Games auf der Switch haben das Problem, ne? Oder sehr mobile Geräte mit Kitzeltasten, ja, diese nicht drücken können, ja, oder Tasten mehrfach belegt, ja, oder Programmabstürze. Das sind alles so Probleme, die Sie tagtäglich bei interaktiven Systemen haben. Die haben Sie vielleicht auch und die fallen Ihnen vielleicht gar nicht mehr auf. Warum das so ist, das lernen Sie in einer späteren Einheit noch kennen. Ja. Da springen wir immer drüber. Das ist ein Beispiel, was ich selbst auch mal entwickelt habe. Das war damals bei Microsoft. Wir haben für mobile Geräte eine UI entwickelt. Da sehen Sie schon, das waren ganz kleine Texte, die standen.
einfach um sie abzuholen. Das war ein System, das haben wir entwickelt für Forscher, die draußen im Feld, also das war damals eine Insel, wo Vögel gemonitort wurden. Da wurde ein Sensornetz, das Sensornetz war von der TU Berlin. Genau, das ist Windows CE, weil sie es gerade fragen. Und die mussten das, und das wussten wir halt oder haben das nicht bedacht am Anfang, ne, Kontext, ja. Die haben das Sensornetzwerk konfiguriert. Das hat im Labor ganz, es hat geil funktioniert, ja. Weil sie haben eben so ein Ad-Hoc-Netzwerk damals, das ist 15 Jahre her, haben sie richtig cool konfigurieren können und die Sensorknoten dann entsprechend auslesen. Das Problem war aber folgendes. Wo haben die das eingesetzt? Die haben das auf einer Insel in England eingesetzt, wo es keinen Strom gibt. Und die haben diese Sensornetzwerke in der Regel nachts ausgebracht, wo A, dunkel war und B, es hat meistens auf der Insel geregnet, war halt England, ja. Das heißt, das haben wir nicht bedacht. Und die sind nach der ersten Woche, also nach dem ersten Feldversuch gekommen und haben gesagt, funktioniert nicht, ne? Müssen wir ein bisschen überarbeiten. Also, wir haben da einfach nicht dran gedacht, wie so ein mobiles System im Feld eingesetzt wird. Ja? Ach ja, und die hatten natürlich diese kleinen Stylus-Stifte, wo man da auf dem Display rumgedrückt. Genau. So ein paar Probleme, also die Ursachen dafür sind ganz oft Argumente vom Hersteller, das haben sie schon mal gehört, ja. Das Interface vereinfachen wir in der nächsten Version. Nein, wird nie passieren, ja. Das kapiert doch jeder. Das ist auch so ein Spruch. Nee, das muss nicht jeder kapieren, ja. Wenn das Interface schlecht ist, kapiert es eben nicht jeder. Ganz, ganz schlimm, das haben wir schon immer so gemacht, ja. Fällt nicht, ja. Also lassen sich von solchen Sätzen nicht unterkriegen, weil die verursachen die Fehler. Es sieht zu billig aus, ja, das wird oft gesagt, also eine einfache UI, eine schlichte UI sieht aus der Meinung manchmal von Management zu billig aus, das ist nicht so, es steckt da tatsächlich was dahinter. Einfach machen kann ja jeder, dafür benötigen wir keine Experten, auch das ist falsch, gerade um was elegant, ja, also um was einfach zu machen, da brauchen sie ganz oft einen Experten, der das. Und auch hier wieder, wenn man solche Sätze hört, haben sie ganz schnell die Auswirkung, dass anstelle von den Einsparungen, ja, im Nachhinein ganz hohe Kosten fällig werden und dass halt der Erfolg auch ausbleibt. Also das sind so typische Punkte, die man vielleicht schon mal gehört. Ja, andere Ursachen ist, dass die Softwareentwickler manchmal den DAO zugrunde legen, also diesen dümmsten anzunehmenden User, ganz, ganz schrecklich, wenn man das macht, ja. Der möge doch bitte das Handbuch lesen und sich nicht so dumm anzustellen. Wenn es der Anwender nicht versteht, dann habe ich meine Software schlecht gemacht. Das müssen sich immer wieder in Erfahrung rufen, gerade aus Entwicklung. Ansonsten ist es so, dass sich Anwender ganz oft beschweren, ja, über eine unverständliche Bedienung und unerwartete Ereignisse und ganz frustrierende Erlebnisse. Und das spricht einfach für Defizite bei den Softwareentwicklern, dass sie nicht die gleiche Sprache sprechen. Wir kommen in einer späteren Einheit genau darauf zu sprechen, was man dagegen tun kann, ja. Und ganz wichtig, wer die Verantwortung für ein Softwareprodukt trägt, der muss begreifen, dass es eben nicht nur Elemente auf den Bildschirm bringt, ja, sondern es arbeiten sehr viele Menschen damit und sie beeinflussen damit die Arbeit von sehr vielen Menschen, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich sie sind. Und das muss man sich beim Entwickeln von Anwendungssoftware oder von seiner Webseite manchmal einfach in den Kopf rufen, was für eine Verantwortung man da hat. Ja. Und wenn das noch andere Software ist, medizinische Software, Sicherheitssoftware, Monitoring-Software, da ist es noch, hat es noch einen ganz anderen Stellenwert. Zum Ende habe ich noch ein bisschen was über die Entwicklung von interaktiven Systemen. Ich hätte gesagt, wir haben noch 3 Minuten. Stelle ich noch vor, dass es einfach, dass es auch für Sie noch so ein bisschen ein rundes Bild gibt. Sie ziehen die Benutzer sehr früh rein. Ja, Sie haben kontinuierliche Prozesse. Sie schauen sich auch an, was eben die Benutzer und ihre Aufgaben am Anfang sind. Das kommt später noch bei den Entwurfskonzepten. Kommt das. Sie haben eben eine iterative Entwicklung. Sie bauen und testen Prototypen. Auch da habe ich später noch zum Beispiel, wie der Palm entwickelt wurde, habe ich ein schönes Beispiel. Es ist eben so eine Art integrierte Entwicklung. Also die ist nicht komplett losgelöst von den Anwendern, auch nicht von der Hardware. Und es ist eine sehr interdisziplinäre Entwicklung. Das haben wir vorhin angesprochen. Sie haben Designer mit drin, ne? Sie haben Entwickler mit drin, Sie haben vielleicht Psychologen mit drin. Sie möchten halt immer ein benutzer- oder aufgabengerechtes System. Sie haben in der Regel Rahmenbedingungen, die sie einhalten müssen, ne? Und da zählen halt auch Projekt und Kosten oder Projektzeit und Kosten mit rein. Und das ist nicht immer ganz so. Und deswegen behalten sie sich immer im Kopf, bis zu 80% des Entwicklungsaufwands kann für oder fällt ganz oft die Benutzungsschnittstelle an. Und planen sie deswegen diese mehr als 2/3 von Entwicklungsaufwand wirklich für die UI und allgemein für die Benutzungsinteraktion mit ein. Das ist sehr, sehr aufwendig, das ordentlich zu machen.
Und das ist einfach von den Namen her mal gehört haben. Es gibt verschiedene Ansätze, sowas wie Lean User Workshops, Design Thinking, User Centered Design oder ADDI oder ADDIE. Da gibt es teilweise eigene Vorlesungen dafür. Also wir haben allein an meiner Hochschule haben wir eine eigene Vorlesung, die sich mit diesem Thema Design Thinking beschäftigt. Einfach, dass Sie es beim Namen schon mal gehört haben. Da gehen wir jetzt nicht genauer drauf. Wenn es Sie interessiert, wie so ein iterativer ADDI-Prozess ausschaut, ist eben Analyse, Design, Development, Implementierung. Und zwischendurch machen Sie immer eine schöne Evaluierung, bevor Sie eben in den nächsten Prozessschritt reinspringen und fangen im Prinzip von vorne. Genau. Und dann hatte ich gesagt am Anfang, ich habe noch ein Beispiel für Sie von einem schönen interaktiven System. Und das glauben Sie jetzt tatsächlich nicht. Das ist an der Stelle der Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn. Da hat jeder von uns wahrscheinlich schon mal drüber geflucht, aber es ist ein sehr, sehr gutes System, was Interaktivität angeht. Warum? A, wir sprechen jetzt nicht nur von der Software. Ja, also wir sprechen von dem gesamten Automat. Ich weiß, die Software hat ihre Tücken bei der Bedienerführung, aber in der Regel kann so ein Bahnautomat von Kindern bedient werden, ab dem Alter, wo die fahren dürfen. Er kann auch sehr gut von älteren Menschen bedient werden. Sie haben alle Bedienelemente da, Sie haben die Bildchen da, das heißt auch fürs erstmal fürs Anwenden. Wie oft habe ich bei anderen Automaten schon gesucht, wo kommt die Fahrkarte, wo kommt das Geld rein? Na, da haben Sie hier Ihre Icons. Es ist reduziert auf das Minimale an Bedienelementen, da ist keine Werbung etc. dran an dem Ding. Ne? Das heißt, Sie können das wirklich bedienen. Wie gesagt, ältere Menschen, Kinder können das auch entsprechend bedienen. Es ist so designed, dass es auch zum Beispiel da, wo diese Geräte stehen, den Umwelteinflüssen standhalten. Ne? Und auch das ist eine Anforderung an ein interaktives System. Und das ist hier jetzt nicht nur Wind und Regen, ja, sondern Vandalismus. Ja? Ich habe schon mal so einen Bahnautomaten gesehen, wo jemand draufgeschossen hatte. Ja? Wie oft haben Sie so ein Ding schon gesehen, wo das irgendwie in so einem Vandalismus oder in so einer Vandalismusaktion versucht wurde anzuzünden? Ne? Also lauter solche Dinge. Da wird draufgemalt, da wird draufgekritzelt, da wird draufgehauen. Das ist leider so, aber in der Regel schaffen die Automaten das dementsprechend standzuhalten. Und das spielt ja auch mit da rein. Das heißt, sehr, sehr viele dieser Aspekte, die für ein interaktives System notwendig sind, die finden Sie eben in so einem Fahrkartenautomaten. Ich kann da auf das entsprechende Kapitel im Prime, in dem Buch, verweisen, wo das auch nochmal sehr ausführlich behandelt wird auf ein paar Seiten. Wie die Automaten quasi. Genau, jetzt kommt noch. Wenn die Automaten so wären wie Twitch, dass man sich vor jedem Kartenkauf erstmal einen Werbeblock ansehen müsste, wäre eine mittlere Katastrophe, ganz klar. Da haben wir zum Glück dieses Modell nicht. Wobei, da kann ich auch wieder was sagen, es gibt ja auf Netflix eine Serie Black Mirror und da gibt es eine Episode, wo sie genau sowas machen können. Also damit sie mit der Bahn fahren können, müssen sie sich eben zwei Werbeblöcke anschauen, damit sie sich ihr Ticket leisten können. Ja, also das gibt es als, sag ich mal, Dystopie gibt es durchaus, solche Ideen, ja, dass das geben. Genau. Und da kann man sich überlegen, was interaktive Systeme denn morgen sind. Ne? Da haben wir Oculus Rift, HoloLens, im Automotive-Bereich haben wir da Smartphones und Watches, verschiedene Assistenten gibt es, alle Konsolen, die jetzt rauskommen. Ne? Nintendo hat ja ganz eigene Interaktionsformen, auch Implantate und Prothesen. Also das ist alles so, was ein interaktives System aktuell, aber auch in Zukunft mit reinspielen.